Live? Ich bin live! Nice! So Leute, es ist euer Host Rocks the Most, Tizzy in the Building. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tizzy Talks. Unglaublich. So, Folge 112, meine Freunde. Für die Leute, die Tizzy Talks noch nicht kennen, Tizzy Talks ist der einzige Kanal in Deutschland, wo jedes Element von Hip-Hop eine Stimme hat. Und hier wird tatsächlich über Hip-Hop geredet, meine Freunde. Wirklich, wirklich, wirklich. Ne, und wie funktioniert das alles? Es funktioniert so, dass ihr euch das jetzt live hier reinzieht und eine Stunde später findet ihr das auf YouTube, ne, damit ihr Bescheid wisst. Also nach der Live-Session ist die Folge vielleicht noch 10 Minuten online, aber dann eine Stunde später auf YouTube. Und erstmal Hi an alle. Wenn ihr da noch Leute kennt, ladet sie ruhig ein, dann sind wir richtig schön viele im Chat. Heute gibt es nämlich geilen Hip-Hop-Talk, Leute. Ne, Legendary Mock is in the building. Für alle Gossip-Versessenen jetzt, nein, heute gibt es kein Gossip. Heute wird straight über Hip-Hop getalkt. Warum er das tut, wieso, weshalb, dies, das, yo, Azad, Bruder, ist auch da. Sehr gut. Und darum wird es heute gehen. Und für den Rest, ich freue mich, wenn ihr abonniert. Es gibt nämlich jetzt auch noch eine kleine Side-Info. Es gibt eine Playlist mit allen Artists, die schon mal bei Tizzy Talks waren, auf Spotify. Geht da mal hin und tippt mal Tizzy Tunes ein. Folgt der Playlist. Dort werden alle neuen Songs der Artists, die schon mal bei Tizzy Talks waren, immer geupdatet. Azek, Bruder, Salam. So, jetzt gucken wir erstmal, ob Mock schon da ist. Dann holen wir nämlich direkt rein. So. Nein, aber ich schreibe ihm jetzt. Ich habe ja iPad, MyPad, alles hier, ja. So, ich hoffe, es geht euch auch allen gut. Ihr habt den Sonntag gut überstanden. Nein, da ist er schon. Da ist er schon, Leute. Es geht jetzt los. Ne, lade noch mal ein paar Leute ein, dann wird es richtig schön. So, ein Laus. Ladies and Gentlemen, is it Mock in the building? Yeah! Mit dickem Applaus. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Alles gut, Bruder. Wie geht's dir? Danke. Mir geht's auch sehr gut. Ich war mal wieder mit Familie unterwegs. Geburtstag gefeiert, halbe Hähnchen gegessen. Nice, nice. War sehr gut. Wie hast du deinen Sonntag überstanden? Ja, ich war in der Stadt heute. Ich wollte in so einen Dosenladen gefahren. Da gab es einen Restposten Bacons. Die habe ich eingesammelt, so. Mehr nicht. Geil. Auch guter gut. Sonntag. Auf jeden Fall. Auch guter Sonntag. So, ich habe dich ja kurz angekündigt. Ich habe gesagt, die Legende Mock. Ne? Und dass die Leute heute kein Gossip erwartet, sondern mal echter Hip-Hop-Talk. Darüber, wovon wir einfach mal richtig Plan haben. Ne? Und bei Tizzy Talks, Abi, gibt es nur eine Frage. Und so startet jeder Talk. Wie bist du zu Hip-Hop gekommen? Wildstyle. 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 Meine, irgendwann in den 80ern, meine Eltern haben Nachtschicht gearbeitet. Es hat gerade irgendwie so angefangen gehabt mit Nachtschicht, konnte mich da irgendwie dran erinnern. Und wir waren halt wach irgendwie. Nach und nach sind halt die Kinder pennen gegangen. Und ich habe halt irgendwie ZDF geguckt und dann habe ich genau zur richtigen Zeit, glaube ich, eingeschaltet, wo dieser Zorro diese Wand runterklettert. Und so dieses Zorro-Ding, weil auch wegen dieser Figur, weil ich hatte halt früher so voll die Affinität so dazu, weißt du? Bücherei, Comics und so, bla bla. Und da gab es auch noch die Zorro-Comics. Ja, das ist halt über dieses Zorro-Ding gelaufen bei mir. Ich habe halt dieses Zorro-Ding gesehen. Und ich habe, also im ersten Moment habe ich halt gedacht, so ist dieses Zorro. Ja, und so hat es angefangen. Durch den Film. Ich war dann halt angefixt. Ich wusste halt nicht, ich kannte ja niemanden, der sowas gemacht hat. Und irgendwann war es so, dass meine Mutter, wie gesagt, gearbeitet hat. Mein Vater auch, und sie hat in Schöneberg in so einer Firma gearbeitet, als Stammzellen. Und ja, und wir sind halt immer so zu Freundinnen von meiner Mutter gegangen. Ich habe dann dort immer geschlafen, so, weißt du, damit ich halt nicht alleine bin und so. Und die meine Geschwister, mein Vater war, glaube ich, zu der Zeit in der Türkei. Ja, und es war halt immer so komisch, man, so, du weißt doch, du bist so ein kleiner Junge und dann sind da die älteren Jungs, die wollen nicht mit dir spielen.
nichts mit dir zu tun haben, aber da war halt so ein Junge, der war cool. Älter, so, der hat halt gemalt, irgendwas gezeichnet. Ich bin dann halt rein, hab ihn halt gefragt, so, er ist Attila. Und Maxim, unser verstorbener Maxim. Ja. Ja, so bin ich dann damit in Berührung gekommen. Du Hat hast halt, direkt doch Maxim kennengelernt, als kleiner Junge. als kleiner Junge habe ich Maxim kennengelernt, ja. Alle haben Maxim als kleinen Jungen kennengelernt. Es sollte so Ja. sein. Ja, Maxim war so eine Dings. Maxim war eine Figur, die auch aufgefallen ist. So, der war halt so Kenneck, aber der hat ausgesehen wie Latino, so, weißt du? Der hat Ja. genauso ausgesehen wie die Jungs von Subway Art aus den Büchern, die wir dann gesehen haben. So ist er rumgelaufen. So, Stimmt. diese Pumas und dann diese Jeansweste und so diese lockigen, langen Haare und so. Der war ein Charakter. Und Stimmt. viele wussten in Berlin nicht, dass Maxim ein Türke war. Das wusste ich Also, zuerst auch nicht. sehr wenig, also er hat mit sehr wenig Leuten auch Türkisch geredet. Alle haben gedacht, Maxim ist Puerto Ricaner, irgendwas, so, weißt du, mit irgendwelchen Wurzeln nach England oder so. Ja, so bin ich dazu gekommen. Krass, und bist du gar nicht in Berlin geboren? Doch, ich bin in Berlin geboren, klar. Ach so, weil ich dachte gerade, so wegen Gastarbeiter-Styles, vielleicht in den 80ern nach Berlin, weißt du? Erste Generation, man nennt es auch so Assoziationsgesetz. Wir waren halt die Kinder der ersten Gastarbeiter, so, weißt du? Ja. So habe ich ihn halt kennengelernt und irgendwann wollte ich halt immer dorthin. Wenn meine Mutter arbeiten gegangen ist, wollte ich halt immer dorthin. Ja, und irgendwann hat er mich dann mitgenommen. Und ich wollte mir einen Namen aussuchen und am Anfang habe ich meinen eigenen Namen getaggt, Tarkan, One. Meinte, das ist scheiße und so, was ist das und so, macht man nicht, weil wenn Polizei, ich sage, wie Polizei, warum Polizei? Er sagt, ja, Graffiti, Polizei, dies, das. Und dann habe ich mir halt einen Namen ausgesucht. Und zwar, da gab es da gab es so ein, dieses, da gab es so einen Alkoholladen bei uns. Der war so wie Getränkehofmann, aber halt nur mit Alkohol, weißt du? Und dann war so ein riesen Schild und da stand Moët drauf, dieses Champagner. Und Ja, ich hab einfach das T weggelassen und habe Mo gemacht, Moe. Aber irgendwie war das halt, den Namen gab es schon. So, es gab halt immer auf dem U-Bahnhof, auf dem BVG-Häuschen, der Typ hat Throbs gemacht. Ich konnte es noch nicht so realisieren, alles so, weißt du, weil ich halt noch klein war. Er meinte, den Namen gibt's. Wir machen dieses E weg, wir machen ein K. hat Maxim Jederzeit. gesagt. Ja, genau. Wir machen ein E weg, da kommt ein K hin. Und das Ding ist so, ich kannte halt zum Beispiel Amok nicht. Es wäre so gewesen, dass es abgeleitet wäre oder was weiß ich. Aber so, wie gesagt, aufgrund dessen, dass es halt Mo gab, Moe, hat er mir dann das K rangegangen, ja, und seitdem habe ich den Flugticker. Krass, ey, wie vielen Menschen Maxim einen Namen gegeben hat. Das ist Ja, unglaublich. aber das hat schon seine Bestimmung gehabt, so dass er Dings uns allen begegnet ist und so. Also, wie gesagt, wenn es er nicht gewesen wäre, keine Ahnung, wäre es vielleicht jemand anders gewesen, aber dann hätten wir dieses Schild nicht gekriegt. Stimmt. Ich habe dir ja privat erzählt, dass Maxim der Erste war aus Berlin, der mir für meinen Hip-Hop richtig Respekt gegeben hat. Er hat auch meine Styles gesehen und gesagt, Bruder, welcher Bezug kommst du her? Er dachte direkt, ich bin aus Berlin. Dann habe ich gesagt, nee, ich habe von Berlin gelernt, bin aber aus Hildesheim. Hat er gesagt, bleib immer dabei. Bleib immer dabei, das ist gut für uns. Du hast Glück gehabt, Mann. Du hast Maxim einmal gesehen, wo er die Props gegeben hat, dies, das. Digga, du weißt nicht, was er mit uns alles gemacht hat. Ich meine, ey, Mann, so kann man gar nicht erklären. So, Bootcamp ist ein Scheiß dagegen. Ja. So, Ohren gezogen, Ohren gebissen, geschubst gegen Wand und was weiß ich, rumgeschrien. Mach so, bla, keine Ahnung. Er hat mit erzogen. Er hat uns auf jeden Fall, wir haben auf ihn gehört. Wie alt warst du denn damals? Boah, wie alt war ich damals? Ich war 10, 11 war ich. Ah, du warst Ich habe richtig klein. hab Maxim kennengelernt, 88, 89. So 11, 12 war ich da, ja. Da habe ich ihn kennengelernt. Und dann ging es auch mit Maxim direkt los. Ja, so halt, wie gesagt, es ging halt mit ihm los. Er war dann halt viel in Kreuzberg, er war ja überall. Bloß das Ding war, ich war klein. Ich konnte halt nicht nachts immer auf diese Partys und so. Und irgendwann war es so, durch ihn habe ich dann Muck kennengelernt. Muck war einer von der Giants Crew aus Schöneberg. Ich bin ja auch ursprünglich Schöneberger. Bis ich 14 war, habe ich in Schöneberg gewohnt.
Ich habe halt Muck kennengelernt und Muck war bei der Giant School. Muck hat mich dann ins Anne Frank mitgenommen. Da habe ich dann den ganzen Rest kennengelernt. Miguel, Bozo, Nia, dann Demo, Amok, Rock. Also Amok war halt älter. Rock kannst du nicht vergleichen mit den heutigen Rock. Rock war so, er war ein Psychopath, so, weißt du? Er war anders Okay. drauf. So, er war halt so Kenneck, Writer und so. Ja, so habe ich die dann kennengelernt und dann habe ich Omar kennengelernt. So den Boss von der Giant School. Ja. Ja, mit ihm sind wir halt immer durch die Gegend gezogen. Ich war, glaube ich, das jüngste Mitglied bei Giant School, der kleinste. Ja, und dann war es halt so, dass die Giants sich aufgelöst haben, weil halt Stress gab so. Und da gab es halt noch diese Blockshock-Schlägereien, Black Panthers, Giants, 36, Fighters, wie sie alle hießen. Ja, und dann sind Rock, Amok und Miguel und Bozo sind zu 36ers gegangen. In der Zeit bin ich nach Neukölln gezogen und ich habe in der Zeit auch Leute kennengelernt. Da gab es halt so Leute wie die TSP-Crew. Und ich hatte halt eine krasse Begegnung halt mit Diaz. Diaz ist halt so mein Kindheitsfreund. Und das war halt auch lustig. Ich sprühe Dias ist Mock. auch drin. Ja, Ist Diaz da? ist immer halt, die Geschichte muss erzählt werden. Ich habe immer, also ich habe Mock gemalt. Und ich gucke, Alter, irgendjemand malt Mock. Mokae. Ich denke, was ist denn hier los, Alter? Wer ist das? Bla bla. Keine Ahnung. Dann irgendwann bin ich ihn über den Weg gelaufen, so. Damals hat er noch Mocke gemalt. Ja, und durch ihn habe ich dann Inka kennengelernt und dann so ist alles ins Rollen gekommen. Und zu meiner Zeit gab es ja halt so Leute wie Note One. Note One hat halt die NAS-Crew gegründet, war erstmal so Einzelgänger, hatte man nur NAS getaggt und so. Und ich meinte, was ist das und so? Was hat das für eine Bedeutung? Er sagt, Neukölln Hustlers, was ist das für ein scheiß Name und so. Was ist das? So, Neukölln Hustlers, so, weißt du? Er sagt, ja, bla bla. Er sagt, mach mit. Ich sage, okay, dann waren wir so zu zweit, haben mitgemacht. Dann gab es noch so eine Crew, die ist LH. Da waren Dost und Jode drin. Und die haben halt auch viel gemacht. Und dann haben wir gesagt, LH gibt es nicht mehr, Lost Heroes hießen die. Dann haben wir Aber Dost und geiler Jode Name, Lost reingenommen. Heroes. Ja, war schon krass. Und dann zwischendurch haben wir eine Crew gehabt, die hieß BC. Das hat nichts mit Berlin Crime von heute zu tun. So, da waren Jack Orson, also Nico, ich, dann Jane, und dann gab es noch vorher, ach, kann mich gar nicht mehr Warte an die mal, meisten. es gab vor Berlin Crime ein anderes Berlin Crime. Ja, es gab vor Berlin Crime ein anderes Berlin Crime, BC. Aber Krass, ich wusste. Dings, das war eine Ableitung, Body Count war das so, weißt du? Das war eine ganz andere Ableitung. So. Das hatte nichts mit BC zu tun. Und da waren wir schon NAS, die Szene hat sich entwickelt und irgendwann kam die dann. Aber Jahre später, glaube ich, 10 Jahre später oder so. Wart ihr alle noch klein damals, so noch Teenies oder wie war das? Wir waren 12, 13, 14 waren wir. Da ging das schon los. Wie geil ist das denn? Da ging es schon los, ja. Da ging Du es hast los. Und ich muss eine Sache noch kurz reinwerfen. Du hast was sehr Interessantes gerade gesagt. Das hat mir mein Cousin immer erzählt. Die Writer haben sich irgendwann auch für die Gangs entschieden, weil es nicht mehr anders ging, ne? also ich nicht. So, weil das Ding ist, guck mal, bei uns war es ja so, wir kommen ja aus dem Brennpunkt Neukölln. Also wir waren direkt so die Crew, so die um den U-Bahnhof Neukölln war. Bis oben verteilt zur Hermannstraße, Leinestraße. Die Jungs, die in der Crew waren, in der Bodystraße haben welche gewohnt. So, es waren halt alles Neuköllner. Und ich muss halt auch dazu sagen, so, es waren halt alles gar keine guten Maler. So. Wir waren einfach nur Kumpels, wir waren eine Crew NAS und wir haben halt so unser eigenes Ding gemacht. Wir hatten mit der Szene eigentlich so nichts zu tun, aber so, dass ich, weil ich halt Schöneberger war, im Endeffekt war ich halt auch viel in Schöneberg und ja, dann kam es halt automatisch so, dass man halt schon auf den Corner gegangen ist und bla. Zu der Zeit war ich in der Wutzke, die war ich in der Schule und Odem war in meiner Parallelklasse. Da hat er aber noch Fetzo gemalt. Da waren so die Krass. Odem. Ja, so und so, da haben wir uns halt auch so kennengelernt, was weiß ich, und dann hieß es halt auch irgendwie, er hatte irgendwie Ärger auf dem Kudamm mit ein paar Leuten von der Giants Crew. Und zu der Zeit war witzig, da hat mir Miguel diese Story, die im Buch steht, wo Odin seine Schwester zu Miguel, Nia und so gegangen ist, in diesen Laden, um zu fragen, ob er mit in die Crew kommt, da war ich mit dabei. Da war ich auch in diesem Laden mit drin, so weißt du. Also du bist Ich Zeuge, hab dass das wahr ist. ja, das ist wahr, das stimmt. Habe ich ihm auch irgendwann erzählt, aber da,
Dann hat er ein Fan zugemalt, dann hat er Source 6 gemalt. Und wir haben uns dann richtig kennengelernt, wo er dann Source 6 war. Weil Inka hat ja sehr viel mit ihm zu tun gehabt. Er war halt immer täglich irgendwie mit Inka unterwegs. Ja, Ja. und ja, mit Diaz war ich eine Zeit lang unterwegs. Wir haben viel Scheiße gebaut zusammen. Wir haben halt auch so eine familiäre Bindung miteinander. Und ja, mit Diaz habe ich wirklich, also bis zum letzten Tag meiner Verhaftung war ich mit Diaz zusammen. Mein Leben lang. Ja, An dem lieber Tag, Andreas. ich mache jetzt mal einen Sprung. Damals an dem Tag, wo ich verhaftet wurde, wo ich dann halt rein musste, hat er sich halt entschieden, nach Amerika zu gehen. Und dann ist er halt auch nach Amerika im Ja, das gleichen hat mir Jahr. Asyl neulich erzählt. Ich wusste gar nicht, dass Andreas in Amerika lebt. Ja, doch. Ne, geil, ich sehe es ja jetzt bei ihm in der Story auch. Ich dachte, du weißt, alle hauen mal ab. Alle sind mal irgendwo. Weißt du, ich dachte, es ist so eine Phase oder so. Ne? Nee, nee, das war schon, also musste sein, er musste auch gehen. So, genauso wie ich eingewandert bin, musste er gehen, so, weil sonst keine Ahnung, was aus ihm geworden wäre, aber jetzt hat sein Leben im Griff. Manchmal ist das wirklich der richtige Weg. Ist So, so. das ist manchmal echt der richtige Weg. Aber komm, machen wir weiter. Wir sind jetzt da bei, ihr seid da abgehangen mit Giants, Genau. Mainz und dann NHS. Und ihr wart 14, 15. Wir waren 14, 15 Jahre alt, ja. Es stand da gar nicht so im Vordergrund, den Vorbildern nachzueifern, so? Oder wolltet ihr einfach nur erstmal Kids an die Tägen? Wir waren halt einfach so eine Crew. Uns hat dieses Graffiti-Ding natürlich, jeder von uns hat halt so Subway Art, Breaking Art gehabt, so weißt du. Und wir waren schon, also ich war damals schon in Humboldthain auf dem Corner, so mit diesen AGS-Leuten. Ich war bei ESB in so einer deutschen Säufergang, so weißt du. So Everstone Brothers hießen die. Halt, Everstone Everstone Brothers. Bruder, und ich überleg mal, ich trinke kein Bier zu der Zeit. Also ich trinke heute auch keinen Alkohol, aber ich kiff nicht, dies, das. Ich bin, glaube ich, der Einzige gewesen, der noch nicht stoned in der Everstone Brothers Crew war. Du weißt du? Es war dann halt so oben, so der Norden, Märkische Viertel und so. Da habe ich halt so die Fighters kennengelernt und bla. Und ich habe halt immer Glück gehabt, Mann. Ich war so Kennex, so weißt du? Auch wenn ich mit den Deutschen abgehangen habe. Ich habe immer Glück gehabt. So. Ich bin halt durch die verschiedenen Crews nicht reingegangen, aber ich habe halt jeden kennengelernt. Es ging halt total schnell und ich habe halt auch immer gemacht, so dass mein Name im Kopf bleibt, auch außerhalb des Writings. Wenn wir irgendwie unterwegs waren, ich habe mir gedacht, so, die sind alle viel zu gut, können viel zu gut sprühen und so. Und was muss ich machen? Ich muss Banger werden, so. So, ich muss die Leute boxen und so. Ich habe sowas gemacht. Ich habe so, weil wenn wir auf dem Corner waren, Friedrichstraße, und wenn die 36 Boys mit Psycho gekommen sind, da sind alle gejumpt, nur ich bin dort stehen geblieben. Weißt du? Krass, Weil das war aber damals so, ne? da war damals so, ja. Damals sind viele abgehauen. So, wir sind nicht abgerockt, wir sind dort geblieben. Und egal wo wir waren, für uns war halt immer so, NHS hat Status. Weißt du? Das war jetzt nicht so, dass wir jetzt irgendwie irgendwelchen Crews nachgeäfft haben, so, oh, guck mal, weil zu der Zeit gab es auch kein RCB und so, das hat sich erst alles später gegründet. Aber uns war egal, ob du GHS warst oder POC, TFB, GFA, wie sie alle heißen, so. Wenn du Stress gemacht hast, hast du Stress gehabt, so weißt du? Und genau dort hat sich herauskristallisiert, welche Crew welches Potenzial hat. Du hast zwar so, du hast Stress mit einem von GHS gehabt, aber sind nicht alle von GHS gekommen. Ein, zwei sind gekommen. Und wer ist gekommen? Beißes. Was willst du jetzt Beißes tun? Er ist ein Freund. Kromps ist gekommen. Was willst du Kromps tun? Doc, er ist ein Freund. Und automatisch, weil die Freunde gewesen sind, sind dann die anderen drumherum sind auch Freunde geworden, so weißt du? Das ist aber wieder Hip-Hop. Das ist Ja, ist so. Hip-Hop. Ist so. Ja, und irgendwann natürlich realisiert man so, weißt du, wenn du die ganze Zeit nur Action machst, so kriegst du keine Akzeptanz in der Szene. Du weißt du, die anderen malen Trains, du machst auch Banger, so. Hat halt keinen Sinn gemacht, so. Ja, und Aber irgendwann das haben wir uns weißt du dann, heute. Damals wusstest du ja, das das war nicht. ich heute. Ja. Nee, zu der Zeit auch schon. Ja, und irgendwann war es dann klar, okay, so Tech steht, Swap steht, jetzt müssen die Styles her. Und dann nur noch Styles, Styles, Styles. So, wir haben dann den und, also zum Beispiel wir in einer sind ja leider bekannt für eine traurige Geschichte in Berlin, für diesen Mordfall, diesen Schleckermord, weißt du, wo einer von uns unsere Fotos geklaut hat. Und von diesem Sicherheitsmann erwischt worden ist und der hat ihn niedergestochen. Der Sicherheitsmann ist halt gestorben. Und der Junge musste in den Knast. Für uns war es erstmal ein Schock, so. Wir waren traumatisiert, ich glaube, für ein halbes Jahr, ein Jahr.
So hatten keinen Bock, weil keiner wollte auch mit uns was tun haben, so weißt du, weil es war krass in der Writer-Szene, so der erste Tote, so weißt du, und halt so Gewaltverbrechen. Die Leute haben uns gemieden, Magazine haben uns gemieden, so. Also ich kannte die Story in Westdeutschland auch. Ja, und das war halt, weißt du, aber wie gesagt, für uns war es halt ein viel größeres Trauma, so, weil ich kann dir die Geschichte dazu mal erzählen, was da passiert ist. Das war das kleinste Mitglied von uns. Er ist Seul. Er war so der Kleine, so weißt du. Er war immer mit uns. Er war wild, so. Er war anders. Er war der, den wir. Er ist direkt Train mal gegangen. Wir haben ihn immer mitgeschickt mit den anderen. Und immer gesagt, ey, passt auf Seul auf und so. Und irgendwann, wir haben Fotos gehabt und ein Crewkollege von mir dort, er sagt zu Seul, gib die mal Friedrichstraße ab bei Schlecker, lass die entwickeln und dann, wir klauen die zusammen. Er sagt, okay. Und Seo ist noch so klein, er will sich beweisen. Ja. Und am Sonntag davor sind wir in Neukölln auf dem Flohmarkt. Wir kaufen uns alle Messer. Er will auch eins haben. Er will auch eins haben. Ich sage nein. Nee, die anderen sagen nein. Er ist noch zu klein, dies, das. Ich sage, ey, guck mal, er ist ein Eis. Die Leute scheißen drauf. Wenn sie jemand von uns angreifen, so, sie werden ihn auch angreifen. Ich habe ihm ein Messer gekauft, habe ihm das gegeben. Ja, 4, 5 Tage später ist das dann passiert. Dost und er wollten sich treffen, Friedrichstraße, wegen den Fotos zusammen hingehen. Dost ist wohl irgendwie zu spät gekommen und Seul, so danach, er hat es mir erzählt, wollte sich halt so beweisen, so weißt du, für die Crew. Ist halt hingegangen, hat die Dinger eingesteckt, beim Einstecken wurde er gepackt und so. Und normalerweise wäre es kein Ding, so abhauen, was weiß ich, aber das Ding war, wir waren ja auf diesen Fotos mit unseren Fressen. War eine Hulka-Aktion von der Leinestraße. Ja, und dann halt Messer gezogen, den Typen unglücklich getroffen. Und so halt weg. Am Anfang haben mir alle die Schuld gegeben, weil ich halt gesagt habe, so ja, dieses Messer und so, weil ich mal dieses Messer gekauft habe. Aber denkst du, wenn ich an dem Tag gewusst hätte, dass dieses Messer dafür eingesetzt wird, dass jemand stirbt oder so, hätte ich das Messer, konnte doch keiner wissen. Was viele aber auch nicht verstehen ist, damals hast du einfach ein Messer gehabt, um auch Angst zu machen. So, ne? Und Nein, Mann. Also bei also bei uns uns war nicht. das so. Wir haben Und Messer gehabt, um zu verteidigen. Wenn da drei, vier Jungs gekommen sind, so hast du Messer gezogen, so weißt du? Nur deswegen. Ich habe noch nie immer, doch einmal habe ich ein Messer eingesetzt, ja, einmal. Aber sonst nie. Ich habe mich viel öfter mit meinem eigenen Messer geschnitten, als andere Leute verletzt zu haben, Mann. Voll Aber die bescheuert. Geschichte ist trotzdem sehr traurig, ey. Wie geht's dem Jungen? Ja, das ist halt so der Stand gewesen, so, den wir halt hatten in Berlin. Ja. Ja, und hat sich das halt nach und nach alles entwickelt. Krass, ja. Und wie seid ihr danach wieder zusammengekommen? Weil du hast ja gesagt, das hat euch traumatisiert. Wie konntet ihr Ja, weitermachen? wir waren jetzt also, ja, DOS und Jonah haben aufgehört. Mhm. So, DOS war sehr gut unterwegs, hat viele Trains gemacht. DOS und Jonah hat deswegen aufgehört. Wir haben unsere Blackbooks haben wir bei DOS gebunkert. Und da gab es halt so eine Story danach noch irgendwie bei einer Streetbombing-Aktion in Schöneberg wurden die erwischt. Und dort sein Bruder hat die Tasche weggeschmissen mit unseren Blackbooks. Ja, und aufgrund dessen so war dann, DOS war dann raus. Ja. Also da gab es halt keinen, weil es war alles weg. DOS war raus. Ja, dann wäre es wie wurscht geblieben. Not. Jone war noch eine Zeit lang drinne, dann Josa. Und wer war noch drin? Ja, und ich war drin, das war's. Ja, irgendwann, keine Ahnung, war ich alleine. Ja, und dann musste halt die Mannschaft neu geformt werden. Und dann habe ich jetzt geformt. So. Du hattest damals aber nur die Crew, weil du warst doch auch CMD und so, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Das CMD Ne? war, beides hat damals bei uns in Neukölln gewohnt. Gleich um die Ecke, so oben an der Hermannstraße. Ja, wir kennen uns, sind uns halt oft über den Weg gelaufen. Ja, und irgendwann, er war dann halt nicht mehr bei GAS und so. Und dann meinte ich so, hey, du bist beides, du brauchst einen Cruise und du kommst jetzt zu NAS und so. Er sagt, ja, ist das CMD, bla. Dann, ich bin bei CMD reingekommen, wir haben ihn zu NAS genommen. Ja, so ist das Ding. Die Leute von CMD haben mich sowieso alle gekannt, so weißt du. Und das Krasse war bei CMD, manche haben sich gut verstanden und manche haben sich gehasst, aber trotzdem waren wir in einer Crew. So weißt du, ich konnte 50% der Crew nicht leiden. So, weil entweder waren es 50%, die ich davor schon mal gerippt oder geboxt habe, so weißt du,
Ja, Oder es ja. waren 50%, weil sie sowieso Pisser waren so. Ey, ich Deswegen. verstehe das total, aber weißt du, was ich daran gut fand? Also, ich war niemals in einer Crew mit Leuten, die ich nicht abkonnte. Ich war schon mal in diesen großen Crews und bin auch aus diesen Gründen rausgegangen, weil ich mir dachte, ich kann das nicht. Ich will nicht nur einen coolen Namen haben, wozu? Das könnt ihr ruhig machen. So, ich will das nicht. Hip-Hop ist ja gemacht worden, damit genau das nicht mehr passiert, damit man eine Ebene hat, wo man sich versteht. So, weißt du, und das war ja das in dem Fall. Ja, so, wer kann schon sein. Also, ich sehe es ein bisschen anders, vielleicht so, weil in meinem Kopf ist halt so dieses Bild von Crew ist halt ganz anders geprägt, so, weißt du? Ja. So, füreinander sterben und so. Und es bringt halt nichts, weil es so, das war der Lifestyle. Und für mich war es halt klar, okay, wir sind einer Crew. Es gab Ja. halt ein paar Vorfälle, wo ich halt auch gemerkt habe, so, wir waren in Chemnitz, bei der, da war halt dieses Ride for Gold. Sind da irgendwie hingefahren Da war ich mit auch. sieben. Ja, das Das war war das aber zwei, erste Mal. du bist jetzt bei 2002. Naja. Da waren wir mit den Hannoveranern da, mit hier, mit denen die Montana auch gemacht haben, die aus Hannover, die Jungs. Ja, da, das war der Tag, wo ich Amik auf die Fresse gehauen habe, aus Berlin. Da gab es so einen Vorfall. Da waren halt alle dort: Skim, Inka, Leroy, Pollack, ich, Grab und bla. Und irgendwann. Stehen wir so an der Wand. Leroy und Skim haben so ein Bild gesprüht, also für die Crew. Ja, wir haben halt geguckt, so was wir machen können. Also ich bin halt zu den Dings gegangen, zu Omsk, der das Ding halt irgendwie so gesponsert hat und so. Ich habe halt Dosen geholt die ganze Zeit und bla bla so. Und Marker und ich meinte, komm, mach mal Auto voll. Rede nicht, mach voll. Voll gemacht so, dies, das. Und irgendwann stehe ich so dort und Grab kommt zu mir an. Er sagt so, ey, dieser Typ, ich sag, welcher Typ? Er sagt, ja, da ist ein Typ, der hat mich mit seinem Kumpel angegriffen. Ich sag, wie hat sich angegriffen? Wer ist das? So direkt auf Modus. Ich sag, komm, wir gehen hin und schicken ihn. Er sagt, ey, dies, das und bla, du kennst ihn nicht und so, der ist Russe, der ist groß. Ich sag, egal wer er ist, komm, wir gehen dorthin. Wir gehen hin, erzählt mir so die Story. Der und dieser Russe haben sich wohl gekannt, dieser Amik, dieser Writer. Und irgendwie war ein Kumpel von Amik dabei und meinte, ich fick ihn, egal wer das ist. Bruder, ich schwöre, ich komme dort an. Auf einmal kommt da so ein 1,90 Haiwan, so ein Riese, braun gebrannt, gut aussehend. Ich denke dann, der muss Model sein oder Basketballspieler. Ich gehe zu ihm hin, ich sage, weißt du, wer ich bin? Er sagt, ja. Ich sage, kennst du ihn? Ja. Ich sage, was passiert? Bla bla, gleich, bumm, rauf. Und an dem Tag habe ich gemerkt, ich habe ihn angegriffen, habe ihn dort geboxt und hinter mir. Ich drehe mich um, ich gucke, hinter mir stehen alle Leute von CMD. Alle. Digga, die haben sich alle umgedreht, so auf Allmann-Style, haben Dings nichts gesagt. Ich bin hingegangen nach der Aktion. Ich meinte so, hey, weißt du was, egal, CMD oder er, scheiß mal drauf, wir beide sind CMD. Wallah, ich weiß nicht, was ihr seid, wir machen unser eigenes Ding. Das war die Zeit, wo wir dann angefangen haben zu rocken. Und auf das Ding haben die, aber ist doch Hip-Hop und so, bin ich nochmal hingegangen und habe den Typen nochmal geschlagen. Auf das Ding. Und dann war so dieses Ding so, dieser Tourismus, CMD, Criminal Minded halt, so als Hip-Hop, Crew, so Graffiti, hat dann wieder diesen Banger-Status bekommen, so weißt du? Da sind So sie alle wieder hier. haben wir das aber kennengelernt in Westdeutschland. Wir dachten auch so, CMD sind auch Kriminelle, so weißt Aber wie du sagst, Banger passt viel besser, weil kriminell waren wir ja alle irgendwo ein bisschen. Ja, sowieso, Digga, du machst einen Tag, du bist kriminell, du weißt doch, wie das ist. Du Deswegen. klaust eine Dose und bist kriminell. Klaust ein Brötchen und bist kriminell. Oder Ne? ich ficke den, der unter 10 Dosen in den Laden geht, um sie rauszuholen. So ist da eine Dose, was ist das? Läden, Fabriken, was wir nicht alles gemacht haben, wir waren behindert. Das war ein guter Übergang. Wie war das damals denn für euch? Wie habt ihr das denn überhaupt gemacht? Wie konntet ihr so viel malen? Ich kenne so viele Trades von dir. Wie ging das? Wie wir so viel malen konnten. Erstens gab es eine gute Quelle, das war Downstairs. Mhm. Bei Downstairs war es so, wenn du zu Downstairs gegangen bist, also damals Ghetto Stars, dann musstest du entweder um auf Gleisbahn aussteigen oder du musst die Yorkstraße aussteigen. Wir haben uns dorthin gesetzt in zweier Teams, zwei am S-Bahnhof Yorkstraße und zwei U-Bahnhof Gleisbahn. Und diese Tüten von Ghetto Stars waren bekannt, so weißt du, wenn jemand Dosen gekauft hat, wie ist das? Wir haben halt einfach gewartet, so bis die Jungs gekommen sind. Da kam manchmal Jungs mit 50, 60 Dosen so. Aber wir waren nicht so eklig, wir haben nicht alles genommen. Meine Mama Tüte auf,
daraus, daraus, dies, das. Dann gab es noch, wir haben sind bei Gotha in Neukölln eingebrochen. Es war so ein Dosenladen, den gibt es heute nicht mehr. Sind bei Wand und Boden eingebrochen. Und dann haben wir eine Quelle gehabt. Früher am S-Bahnhof Neukölln gab es Glatzer. Das war so ein Riesen, so ein Supermarkt, so weißt du. Und unten in diesem Supermarkt war eine Autolackdosenabteilung. Und der Onkel von DOS war der Sicherheitschef von dort. Wir sind reingegangen, haben die Taschen drinnen geklaut, die Taschen, haben die voll gemacht, jeden Tag und sind mit dem Onkel durch den Ausgang. Er meinte, was wollt ihr damit? Er meinte, was wollt ihr damit? Ja, wir machen bald so Autowerkstatt auf, wir wollen Firma machen und so, bla bla, nur so eine Dinger. Er Also wir wartet, haben. dafür gibt's Applaus. Einen Moment. Warte, warte. Bro, ich hab. Das ist geile Geschichte, Alter. Das erste Mal in meinem Leben habe ich mir Dosen gekauft, wo ich auf Interrail gegangen bin. Das war voll strange. Fahren nach Paris, ja, keine Dosen dabei. Ja, wir kaufen das schon. So, Paris, Mailand, Athen, Barcelona, Madrid. Immer wenn ich auf Reisen gegangen bin, habe ich Dosen gekauft. Aber da ist auch schon gejuckt, so weißt du. Und jetzt in Türkei natürlich Dosen kaufen, so. Aber davor immer nur gereckt, so, wirklich immer Da nur hast du so was das. Gutes gesagt, auch gerade. Das ist voll geil, dass du schon die Dings direkt vorgibst. Wie war denn das? Ihr habt euch einen Namen gemacht. Ihr habt viel gemacht, wie du gesagt hast. Wann fingst du denn an, dir Westdeutschland anzugucken und den Rest von Europa? Ich habe mir Westdeutschland angeguckt, also ganz normal diese Hamburger Kaffeefahrten, die wir hatten. Immer früher, wenn du in Berlin warst, du, dann hieß es so, komm, lass nach Hamburg fahren. Nach Hamburg. Ich habe mir, glaube, das erste Mal war ich auf der Spring Jam in Frankfurt. Und das war auch so scheiß Erlebnis eigentlich, weil wir sind dort halt angekommen als Wilde, so Dog Poet. Ich, Not, ganze NHS-Crew, ganzen Bänger aus Schöneberg, King Ali und wie sie nicht alle hießen, so. Ja, 94, 95 auf den Jams waren wir. Aber das war nicht so. So, wenn wir auf den Jams waren, hat es immer bedeutet, Alter, irgendeiner wird verhaftet. Es blieb immer einer zurück. Immer so. Kein Bock gehabt. Kein Bock Ah, gehabt. mir ist sowas nie passiert, aber du hast recht, es blieb immer einer zurück. Entweder war es Schlägerei, jemand ist verhaftet worden, irgendjemand ist im Krankenhaus gelandet. Immer, es blieb immer jemand zurück. Ja, Mann, das war so Dings für uns. Also, Jams, ja, war noch diese Hannover-Geschichte, wo die Schießerei da auf der Bühne war, so, wo die Älteren dann gleich die Tür eingenommen haben und so, weißt du? Da Ja, war und ich dann das 14. erste Mal, wo es chillig wurde, war es dann, wo ich mit, ich bin mit Ming, Sohne, Rust, ich weiß, noch einer war dabei, sind wir nach Hamburg so. So richtig das erste Mal ernsthaft so was machen. Und dann sind wir nach Hannover mit Ming, haben bei dir Poker kennengelernt, vom Full Moon Magazine, Bester haben so Mann. ein, ja, haben auf jeden Fall also mit ihm connected und ja, wir haben halt auch schon andere Leute gekannt, aber waren uns halt egal. So, ich bin aus eigenem Interesse mit Ming, bin ich nach München gefahren, um mit Lumit zu malen. Ich habe mit Lumit eine Wand gemalt, so weil alle haben mit Lumit gemalt. Ich dachte mir, ich fahre jetzt da runter. So, ich hack das Ding ab, so weißt du. Und Ich dann sag gab's jetzt halt noch. was, ne? Ich sag jetzt was. Ja. Lumen, wenn du das siehst, du weißt, ich mag dich voll gerne. Aber mit Lumen malen ist voll anstrengend. Ey, Lumit, du hast dein Blackbook wiederbekommen. Bitte gib mir meine Dings, DVDs wieder her. Wow, du weißt nicht. Der war hier voll oft in Hildesheim, weil Kodiak hier gewohnt hat. Weiß nicht, ob du den Ja. kennst, Kodiak, Gummibärchenfront hier, GBF haben die sich genannt. Ja, okay, na klar. Krass. Und Kodiak hat mir viel beigebracht. Als ich 16 war, war der Typ schon 30 und hat hier Kunst studiert oder war Prof oder so. Er hat Blumenthal geholt und Blumenthal hat sich über mich immer lustig gemacht, weil ich war voll auf dem Style-Film und Background war mir alles egal. So weißt du. Und er immer so, Zecke, gib dir mal Mühe, mach mal dies. Und ich habe immer gesagt, ja, ich mache keine Pits Night Style, ich mache Style. So weißt Ey, wenn ich dir erzähle, wie ich Lumit kennengelernt habe, so, ich war früher oft mit Absol unterwegs, mit Noé aus Kreuzberg. Ich kenne ihn. Und ja, Noé, Psycho, ich und dann Asek war noch am Start. Und mit Inka war ich auch oft gut unterwegs und wir haben mal Dings. Ich habe meinen Typen bei einer Schlägerei geholfen am Society. So, da haben ihn so drei, also
Ich kannte zwar die Jungs, die ihn angegriffen haben, aber ich war nicht daran beteiligt. Ich bin erst dazugekommen. Ich meinte, hey, was macht ihr? Lasst ihr mal und so, ihr Idioten, so bla. Polizei, dies, das. Der Typ hat sich bei mir bedankt. Und an dem Tag habe ich einen Airbrush-Pullover von Scheck angehabt. Er meinte, machst du Graffiti? Ich sage, ja, ich mache Graffiti. Er sagt, ich arbeite in der Dosenfabrik. Ich sage, was für eine Dosenfabrik? Wo gibt's Dosenfabrik? Er sagt, ja, Montanestraße oben, Paracelsusbad, bei Aéro de Cor. Ja. Er sagt, früher war er nicht mit Handy und so. Er sagt, komm Montag vorbei, bring eine große Tasche mit. Ich gehe hin und das erste Mal bin ich alleine hingegangen. Ich habe so eine Tasche mitgebracht, einfach so eine Sporttasche. Ich habe ihm die Tasche gegeben, er kommt wieder, hat die Tasche vollgepackt. Er so, hast du noch einen? Ich sage, nein. Er sagt, ja, komm nächsten Montag, bring wieder eine Tasche mit. Bring am besten noch eine mit. Irgendwann, ich bin so sprühen auf der Line, die in Neukölln, die wurde noch nicht aufgemacht, so. Ja. Und Inka kommt. Inka sagt, wo hast du die Dosen her? Ich erzähle Inka die Story. Er glaubt mir nicht. Ich sage, ey, Dicker, komm Montag mit. Inka, Neck und ich gehen dorthin, Taschen, alles dabei. Komm rein, der Typ macht dieses Tor auf, er sagt, kommt. Und diese Ausschussdosen, die vom Regal gefallen sind, Beulen haben, bisschen schief sind, die hat er uns eingepackt und irgendwann war scheißegal. Er meinte, nehmt euch, was ihr wollt. Und bin ich dorthin gegangen, regelmäßig, also einmal, zweimal habe ich die mitgenommen. Und dann habe ich mir regelmäßig, ich glaube, die Woche 100 Dosen habe ich mir dort abgeholt. Das Boah, ging bestimmt, geil. es ging ein Jahr lang so, bis sie den Typen rausgeschmissen haben. Aber nicht wegen uns, der ist wegen was anderem rausgeflogen, so. Und irgendwann, wir wollen sprühen gehen, in der ESEC Gallery. Wir kommen so an mit Ashoy, also hier mit Noe und Neck. Ashoy meinte, ja, die haben ihn gerufen, er soll dort malen. Da ist irgend so ein Typ aus München und so, bla. Ich komme an, ich gucke, Amok, Miguel, Rock und dieser Lumit ist dort. Und wir sind so, laufen so lang. Und Lumit hat so zwei, drei Dosen und malt an der Wand. Und seine Dosen, die da unten sind, er sagt, ja, Dings, diese leeren Dosen, ich schmeiß die mal weg. Ich gucke ihn an, oben auf der Leiter. Ich sage, meinst du mich? Er sagt, ja, ich meine dich, direkt Leiter umgetreten. Blumen runter von Leiter. So, oder irgendein deutscher Hippie mit so Hippie-Haaren, so weißt du, sagt so bla bla, räumt mal meine Dose weg. Und dann fragst du ihn, meinst du mich? Er sagt ja. Runter von der Leiter, gleich rauf, dies, das. Und Wessel und Miguel, die waren schon weg, die sind schon gegangen. Ich habe ihn alle Dosen, wir nehmen alle Dosen, dies, das und dann. Die sagen so, ey, kannst du nicht machen, das ist Lumit und bla, guck mal, der kennt Wechsel. Ich sage, aber er hat so gesagt, bla bla bla. So habe ich ihn kennengelernt. Erste Begegnung Krass. mit Lumit. Ja. Krass. Und 2 Jahre später haben wir ihn dann gemalt. Also jetzt abgesehen davon, dass er Chef ist, ne? Also Lumit ist ein Chef, so, ne? Mit dem, was er macht, so. Und er war auch Pionier in allem. Aber ich habe ihn tatsächlich halt auch mit diesen Sprüchen kennengelernt, ne? Er hat sich immer über mich lustig gemacht und dann waren wir irgendwann cool miteinander. Er hatte aber auch schon, als ich ein kleiner Junge war, ein SUV, er hatte so einen richtigen Jeep und so. Ja, Ne? ich Ist er habe dann diesen Film nicht verstanden. Wir kommen an, wir kommen irgendwie an dort. Wir sind, glaube ich, mit Ming und Kerr dort oder mit Rust, ich weiß gar nicht mehr. Auf einmal war er ganz anders. Wir gehen in sein Atelier, wo er sagt, willst du mal? Ich sage, klar. Er sagt, nimm dir was du willst, komm rein. Ich denke, was ist das? Wie viele Dosen hat der so, weißt du? Und ich so, kann ich auch Marabu nehmen? Weil so, du weißt doch, Marabu war damals war Luxus so. Marabu Beste, Ja. Alter. Marabu war Luxus. Dosen gegeben, dann wir haben, also ich habe ein Piece mit ihm gemalt und dann so beim Gehen, so, also, ey, wenn du willst, kannst du noch Dosen mitnehmen. Weil ich sag so, ja, das wäre jetzt unverschämt. Er sagt, komm, Kiste voll, bring die zum Auto, komm wieder hoch, nochmal Kiste voll zum Auto. Ja, und so, das war Geil. die letzte Begegnung, die wir hatten. Ich habe ja auch früh, ich war connected mit München, weil ich Main Concept kannte, Kucha und so, weißt du? Ja, Ich habe geil. Kucha Mein gekannt. Konzept war auch Hammer. Ich habe die Schallplatten zu Hause gehabt. Ich habe halt so die Leute von Main Concept kennengelernt und dann gab es ja halt in den 90ern die Sache halt so, so Kent war ein Schlüssel, weil Kent ja halt auch Diva und connected war mit uns und bla, so ist halt kommen. Aber ich habe den Westdeutschland-Film habe ich nicht verstanden, weil ich dachte mir, ey, was suchst du hier? Berlin hat sowieso die geile U-Bahn, die geile S-Bahn, den geilen Style, so. Also für mich war es nicht wichtig, so in Westdeutschland Trains zu malen.
Weil viel wichtiger war so, dass du eine gelbe U-Bahn malst und so die Aktion im Tunnel. Also es war immer wichtig, im Tunnel zu malen. Nicht so wie Ja. die anderen, ja, Train ist Train. So, ich habe viel lieber U-Bahn gemalt als S-Bahn, so, weil die Situation einfach, die Atmosphäre viel cooler war, so das Echte, so, weißt Das werden ja Leute von außerhalb niemals nachvollziehen können. du? Ja. Das Ja, werden die und nie dann. verstehen. Ah, So, Dias schreibt, Kent war SKS. Ja, stimmt, Kent war auch SKS. Übrigens, Dias ist der Gründer von SKS. echt? Das wusste Und ich nicht. ja, Bruder, ein geiler Typ. Dias, ja, also Dias auch bei NHL schon immer gewesen. Der war schon immer in der Crew, so weißt du? Ja. Weil automatisch. So, ich habe Freunde, so, ich habe als Freunde, wir waren also richtige Freunde so und wenn wegen NHS was ist, die kommen und erzählen mir, er sagt, ja, die haben uns über uns geredet, sagt, wer über uns? Er sagt ja über NHS, ich gucke ihn an, ich sage, Lamba, seit wann bist du NHS? Er sagt, seitdem gegründet wurde. Ich sage, ja, okay, du bist NHS. Du weißt du, bei uns war so. War egal, so Hauptsache, er hat es halt so positiv gesehen. Und Dias und ich haben uns mal, was heißt, einen Spaß erlaubt. Wir haben mal alle von SKS rausgeschmissen, außer jetzt East, York und so, weißt du? Aber so, Echt? wir haben Gitter, Rev, haben wir alle rausgeschmissen. Wir meinen so, Mann, ich meinte Matthias, das ist ein Gangbanger-Crew, wir sind Kanaken. Er sagt, ja, so, er ist ja Amerikaner, so. Ich sag, Amerikaner sind auch Kanaken, Bruder, scheiß drauf, meinte ich so. Er hat immer Sonderstatus gehabt, weil er Amerikaner war, weißt Wie du? geil, Ja, und dann, Alter. ja, wir haben halt Dings, Mann, wir haben immer, so, diese Crew hat vielen anderen Crews so Traumas verpasst, so. Weißt du, aber pff, egal. Den Gruppennamen kenne ich wirklich, seitdem ich 14 bin. Guck mal, ich habe mit 11, 12 in Berlin so das erste Mal Graffiti gesehen, aber halt 36, ne? Ich war Morningstraße. Ne? Deswegen sagen mir die Namen Soa, Psycho, die gab es da ja alle. Die waren ja alle dort. Weißt du so? Ich kenne da so ein paar Namen von und ich weiß, dass ich wollte immer nach Neukölln, weil als Westdeutscher kennst du ja so Legenden. Und die Jungs aus der Morningstraße meinten immer, nein, wir gehen da nicht hin, wir haben Stress mit denen. Ja, So, cool. ne? Uns war immer. Und Uns ich war durfte. egal. Aber dieser Name, den gab es damals. Ja, mir war auch egal. Ich kannte den Film nicht. Ich bin da einfach so hin. Ich bin auch nicht aufgefallen. Ne? Ich war ja kleiner Bro. Junge. Ich bin da. Es gab diese Zeit, wo Ticket nach Berlin gekommen ist. Wie ich, also mein Vorbild in Writing, so ist Ticket schon immer gewesen, so weißt du. Ja. Und es gab diesen Tag, und jetzt kannst du mal sehen an dieser Situation. Guck mal, Ticket kommt nach Berlin, keiner sagt uns Bescheid. Also wir wissen nichts davon. Die wollen irgendwie malen gehen, was weiß ich. Und der Tag, wo wir Ticket kennengelernt haben, war wild. Ich bin zu Hause, ein kleiner Junge kommt. Er klopft bei mir an der Tür, ich mach auf, ich sag, was ist los? Er sagt, ey, da sind Leute bei euch in der Dings, in der Hall. Wir haben früher so eine Hall gehabt, die NHS Hall, die war direkt auf der Hauptstraße. Es war so ein Elektroladen. Der Typ hat uns die Wand gegeben, so, weil wir halt die Umgebung immer gefickt haben. Er meinte, malt hier habt ihr Erlaubnis. Die Polizei wusste auch Bescheid. Wir haben eine Hall gehabt, Bruder, 60 Meter, 50 Meter lang. Geil. Und die war überdacht, mitten auf der Hauptstraße. Also war immer großes Kino. Ich sag, man kann nicht sein, angezogen. Ich sag, wie viele Leute sind das? Er sagt, ja, das sind 20, 30 Leute. Ich sag, wie? Was ist hier los? Sag ich, sind die behindert? Und ich denke mir so, kann nicht sein, sind die behindert? Das ist ein Hall of Fame, jeder kennt die. Keiner malt hier, war auch so. Nicht mal Freunde von uns, die mit uns in einer Crew waren, also nicht mit uns in einer Crew, sondern befreundete Freunde haben an dieser Wand gemalt. Da hat nur einer es gemalt. So war unser Spot. Wir haben uns die Show nicht stehen lassen, so. Ich denke mir, was? 20, 30 Leute? Ich muss Verstärkung holen. Ich renne los, ich gehe zum Not. Bam, auf den Sonntag, Alter. Es regnet. Ich klopfe, wer macht auf? Ich sage, so, so. Er sagt, bist du verrückt? Kann nicht sein. Ich sage, komm, wir müssen da runtergehen. Wir nehmen so Gasknarre, Messer und so mit. Wir kommen so an. Auf einmal, ich gucke, gehen über die Straße. Ich gucke, es sind wirklich 20, 30 Leute da. Voll ungewöhnlich. Und so Gesichter, bekannte Gesichter von diesen anderen Crews. Poet, Scheck, Gina, Cell, alle waren dort, Adrian. Und da ist so ein Mann. Er sprüht. Ich denke, tschüss, wer ist dieser Mann? Erstmal scheißegal, direkt aufgedreht, Knarre gezogen, bam, bam, in die Luft geschossen, mitten in Neukölln, so auf Karl-Marx-Straße, so mitten am Tag mit Gas umgeschossen. Dieser Typ dreht sich um, guckt. Hey, yo, man, chill, bla, bla, so. Er redet amerikanisch. Ich so, ich gucke ihn an, ich sag, Üflan. Das Ticket, so ich gucke, das Ticket. Er sagt, hey man, chill, bro. Ich kann ja kein richtiges Englisch, du weißt.
Bla bla. Adrian kommt. Ey, Jungs, wir wollten malen gehen, aber es hat dort halt geregnet. Wir haben halt organisiert. Eso war auch da. Eso kommt auch gleich an. Ey, Mock, ja mal, dies, das, du, weißt du, Ticket, bla bla. Und dann meinten wir, und jetzt? Wo sind die Pieces? Und unsere Pieces waren nicht fertig, so, weißt du? Da hat irgendeiner gemalt, ich weiß nicht mehr wer, ich will ihn jetzt auch nicht hier Dings runter machen, so. Und dann meinte ich, okay, kein Ding. Dann malt einer von uns mit an dieser Wand. Und wir haben, ja, und ich meine, der Beste von uns zu der Zeit war Note One. Wir meinten dann, Note One malt mit, Bruder, Note hat ein mieses Piece gerobbt. Er hat dann gemalt, dies, das, auf einmal, Bruder, für diesen Ticket waren alle Writer uninteressant. Alle, die dort waren. Er war nur mit uns down. Bla bla. Und dann kam so dieses, hey man, you wanna be down with TNB und bla. Füßlern, sage ich, was, TNB? Ich kann gerade mal ein paar Texte machen, dies, das, jetzt wie so ein TNB. Ich sage, nein, wir sind Dings. Es gibt sogar ein Foto, genau, Dias schreibt gerade. Es gibt ein Foto von diesem Tag. Und ich sag Adrian, dann sag ihm, wir sind einer als, wir gehen keine andere Crew. So war unser Denken. Durch. Auf einmal sehe ich am nächsten Tag alles in TNB, Voss, Poet, ESO, die hat halb Berlin eingesammelt, TNB gemacht, so. Wir haben Nein gesagt. Das ist so, als wenn du dir Paris Saint-Germain kommst und sagst, komm, ich spiel erste Mannschaft. Und du sagst, nein, ich bleib bei Haifa. So, weißt du, so war das. So, wir haben unsere Crew nicht verraten. Für uns war es gar nicht. Jetzt, ich bin in 10 Crews heutzutage. 10, 11 Crews bin ich. Früher gab es nur eine Crew, so, weißt du? So haben wir früher gedacht. Ich Wie finde kann das man so. nicht sein? Ich finde das so geil, dass du da diese Begegnung mit Ticket hattest. Und ich hatte so eine ähnliche Story, die war ein bisschen peinlich. Ich habe hier eine eigene Rolle in Hildesheim, die habe ich dann immer so verteidigt. Da durfte halt keiner meine Bilder übermalen, weil ich die Heu gekehrt habe. Und da malt ein alter Mann. Ich gehe hin und nehme ihm einfach die Tasche weg, direkt. Ich habe gesagt, halt die Fresse, meine Dosen. Und dann sagt er, bist du Zeck? Danny meinte schon mal, nicht über ihn, habe ich dein Bild übermalt. Ich so, wer bist du denn? Dann war es halt einer aus Lumets Crew. Ach, Dann habe ich die scheiße. Dosen, dann hab ich die Dosen da wieder hingetan und habe gesagt, Digga, wie lösen wir das jetzt? Weißt du, wie cool der war? Scheiß auf mein Bild, wir malen jetzt zusammen ein neues hier drüber. Hier sind auch deine Dosen. Digga, Damit muss ich. mit dieser Crosserei oder ein Holz malen, manchmal, okay, das war jetzt, weil es geregnet hat oder was weiß ich, okay, die haben sich nichts dabei gedacht, weil halt eine Legende da war. Aber dann gibt es halt auch so Leute wie zum Beispiel. Guck mal, als ich ein kleiner Junge war, ich bin immer Bundesplatz gegangen und habe halt dort gechillt und habe halt zugeschaut, wie Amok, Rock, Jay, Ash, Ski gemalt haben. Und immer dieses 156-Ding war in meinem Kopf. So, also als kleiner Junge, unerreichbar, so, weißt Ey, du? das war für uns Unerreichbar. alle so. Das war für uns alle so. Du meinst Ja. diese Hall of Fame, wo die Amokbilder auch alle waren, ne? Die kenne ich nur Ja, von genau. Fotos. Wie gesagt, wir sind halt dort immer hingegangen, haben uns immer reingezogen. Es war in meinem Kopf das Einzige, so das 156-Ding. Und irgendwann war es dann halt auch so, dass wir malen waren in der Feuerwache. Ich habe ein mieses Piece gemacht, so ein krasses Mock mit so Wolken, wo der Name Maxim steht. Und das Piece war fertig, aber wir wollten, dass es ein Tag links, dass es ein Jahr, ein Tag wenigstens steht, so weißt du? Und komm an, auf einmal, ich gucke so, malen irgendwelche Leute. J1, Bruno und Kide. Ausgerastet, weil die uns gecrossed haben. Vor allem da stand, One Cross, bla bla. Ja, und eine Woche später war ich bei 156. So, Bruno hat mich reingenommen, hat halt mit Jone geredet, mit John One. Hat mit John One geredet, er hat halt so neu formiert die Crew. Das war halt die Zeit, wo ich halt mit Greg unterwegs war. Also Also wir halt. jetzt John One, der John One aus Der Frankfurt. John, ja, von 156. Krass. Bruno ist ja sozusagen der Europachef. Ja, und auf einmal war ich da in dieser Crew und ab der Zeit ist dann richtig so, Dings, bei mir ist dann alles gerissen so. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt, dieses 156-Ding musst du jetzt auf jeden Fall durchziehen. Ja, und dann habe ich einfach nur intensiv ein bisschen Knast bekommen. Einfach Ich erinnere durchgemobbt. mich nämlich, du hattest eine heiße Train-Phase, wo du auch sehr Ja. viel 156 hingeschrieben hast. Ja, sehr. Also ich habe ja, dann habe ich erst angefangen, Interrail zu machen. So, welche Jetzt sind wir wieder beim ich. Thema. Darauf wollte ich hinaus. Wie du Europa bereist hast, wie du darauf überhaupt gekommen Genau. bist. Wie es kommt.
Ja, das Ding ist so, ich muss. Ich habe Leroy angerufen. Ich meinte, Leroy, so, ich bin gerade aus dem Knast gekommen. Ich meinte, ey, ich will eine U-Bahn meinen. So, weil zu der Zeit war Team, die wieder will, so, weißt du? Und ich habe Leroy angerufen. Ich meinte, ey, Leroy, ich will Train meinen. So, bla, wie sieht's aus? Bla, hast du jemanden? Und er schickt mir einen kleinen Jungen. Er sagt, ja, die gehen mal, trifft dich mit denen. Ich komme an, Grab. Ich treffe Grab Neukölln. So zu der Zeit, er war raus von THC. Er war halt bei CMD und keine Ahnung, er hat mich mitgenommen nach Brit Süd. Wir haben eine U-Bahn gemalt. Ab dem Tag waren wir connected. Am nächsten Tag war er bei NAS. Und er meint dann zu mir, so, lass uns nach Mailand fahren. Ich habe da einen Kumpel. Suf heißt er. Und der ist auch bei. Wir fahren runter nach Mailand. Das NAS ging ganz klar, ziehen wir durch, aber wir ziehen für CMD durch und nehmen Suf zu CMD und machen die Crew nochmal, also erweitern die. Ich meinte, okay. Sind runtergefahren, Parolkas gemalt. Ich habe da noch keine U-Bahn gemalt. Das erste Mal, wo ich dort war. Und ja, so war ich dann angefixt. So, dann ging es nur noch darum, Kohle machen, Grab anrufen, ab nach Dings. Ab nach Mailand oder irgendwo in andere Städte. So, so war ich angefixt. So, da hat mich das nicht interessiert. Ich kenne sogar Ja. Brüche. Damals waren diese Trains von dir auch in den Magazinen drin. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ne, ich kenne die Ja, Dinger ich weiß sogar. nicht, wo die drin waren. Also bei Overkill, glaube ich, Die-Fi und dann halt auch in diesem Dings French Kiss Magazin aus Frankreich und so. Und dann habe ich gemerkt, davor so viel gemacht, so viel Welle gemacht, voll viel gemalt, voll krasse Pieces so. Auch miese Bombings, so ja, was weiß ich. Aber es hat nicht gereicht, um in die Magazine zu kommen. Erst nach Interrail mit Trains hat es dann geboomt. So, da habe ich gemerkt, okay, jetzt musst du einfach nur noch Hardcore sein, Trains malen gehen, damit du halt so weltweit halt gesehen wirst, so, weißt du? Und dann habe ich mich dafür entschieden. Nur noch Tags, Bombings, keine Styles mehr und Trains. So, darum ging es dann. Aber du hast doch vor die Styles gemalt. Das waren doch richtige Wild Styles auf Train. Ja, na klar, aber für mich war das so. Ich wusste ja, was ich kann. Ich wusste ja, was ich kann. Ich habe ja auch einige Leute, die in meiner Crew waren, denen habe ich ja auch Dings gegeben, so. Denen habe ich auch Styles gegeben. Mein Wissen weiter, so, weißt du? So, die Leute, alle haben mich immer gefragt, so, ey, mach doch Musik und so. Ich meine, nein, Digga, scheiß um Musik. Jetzt, nächsten Jahre wird durchgemalt, Mucke kannst du immer noch machen, so. Jetzt die wichtige Zeit, weil halt alles so heiß war und dieses Styling, so Style ist nichts. So, wenn du weißt, wie es geht, so, weißt du, das halt, ich habe da halt nur gedacht, das ist so Dosenverschwendung. Styles meinen. Mit 50 Dosen in die Hall gehen, ganzen Tag dort chillen, die Leute trinken Bier, buffen, quatschen nicht voll von der Seite. So, weißt du, so, da ist keine Competition, so. Weil es halt Freunde sind im Endeffekt. Und jeder kriegt dem anderen in den Arsch, boah, krass Piece, krasser Background. Mann, hey, komm. So, ich Ah, habe Tamam, gemalt. du brauchtest diesen Film, du brauchtest diese Ja. Competition. Das hat dich Oh, ich angesprochen. hab. Die Leute kamen nicht drauf klar. Ich habe gemalt, Styles gemalt, war fertig, Video gemacht, Foto gemacht, direkt übergestrichen. So. Die Leute sind ausgerastet. Warum machst du das? Ich sage, Digga, bevor morgen irgendjemand kommt und über mein Piece rübersprüht, so, mache ich es lieber weg. Und ich habe die Leute auch meine Pieces nicht fotografieren lassen. Ich meine, kein Foto und so. Wenn einer fotografiert, ich meine, lösch, direkt lösch. Also, bla, ich sage, ey, das ist mein Piece, lösch das Foto, habe ich gesagt. Was Echt? meinst du? Wie viele Fotoapparate ich weggenommen habe und kaputt gemacht habe und was weiß ich, auf Leuten, deren Kopf geschlagen habe und so, wegen sowas. Ernsthaft, aber dich hat es Kaputt. angekotzt, dass die Leute alle so viel übermalen. Du wolltest das einfach nicht, ne? Ja, natürlich. Ist krass. Also, wie gesagt, so die Styles haben da nicht mehr gestanden. Früher an der Line die Pieces so haben jahrelang gestanden und die waren natürlich gut, die Pieces, aber also meiner Meinung nach waren die halt nicht so qualitativ gut wie die Pieces, die wir dann gemalt haben. Habe ich dann nicht kapiert, warum diese krassen Pieces übermalt werden und sozusagen so, weißt du, so dass die Leute einfach keinen Respekt. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben dann die Halls besetzt. Wir haben dann ein Jahr durchgemalt in der Feuerwache, ein Jahr durchgemalt Rummelsburg, ein Jahr durchgemalt in der Ville. Keiner hat eine Chance gehabt. Die einzige Hall, wo ich nur zweimal gemalt habe und aus Respekt nicht mehr gemalt habe, ist die von Ska, Richard Wagner. Weil ich habe seine Sachen respektiert, so, weißt du. Er ist halt auch einer von denen, so Ska, ey, glaub mir, wenn. Früher in der Zeit, NAS, wenn Ska in unserem Alter gewesen wäre, er wäre genau der richtige Mann für diese Crew gewesen. Er hat genau diese Mentalität. Gibt's den eigentlich noch? Ich kenne Bilder noch von ihm.
Klar, er gibt Unterricht. Seine Schüler meinen, wie er, überkrass. Aber früher gab es ein Ska, jetzt gibt es 10, 20 Skas. Geil. Überkrass. Geil. Lieber Original, so. nicht. Er macht es richtig. So, er gibt, aber ich habe diese Geduld nicht, Bruder. Du Unterricht geben und so, weißt du, das ist so anstrengend. Habe ich Ich keinen Bock. höre aber, ich hör bei dir total raus, dass das so richtig, das war deine Mission, Mann. Du musstest das so machen. Nein, Mann, das ist nicht Mission. Du bist ja da reingerutscht, du. Ich habe ja dann irgendwann, ich habe ja dann so mit anderen Leuten angefangen zu chillen, so, weil wir sind ja halt auch viel zu Breakdance-Meisterschaften gegangen, so, weißt du. Da habe ich zum Beispiel Writer kennengelernt, die ich davor nicht kennengelernt habe. Chio von MGS. Mögen, so weißt du, den habe ich Ja. dort kennengelernt. Und ich wusste nicht mal, dass er ein Writer ist. Dann habe ich Leute wie Dor kennengelernt, Dyke. Also in meiner Zeit als NAS-Typ habe ich dann angefangen, so Rust, Mikro, dann diese MGS-Typen. Der einzige, mit dem ich, also den ich nicht in der Zeit halt irgendwie getroffen habe, ist Quer so. Aber ich wusste, Quer ist halt auch ein, so ein anderer Typ. Es gab immer so Leute, die sich herauskristallisiert haben, so. Aber mit Ja. dem man connected war, weißt du, Ska war einer von denen. Dann, wie gesagt, Quer war vor einer von denen. Dann gab es noch andere Jungs, so, weißt du, wo du halt nicht gedacht, Leute mit Styles, aber die schon einen anderen Kopf hatten, die so eine ganz andere Vision hatten vom Leben, so, weißt du, die halt so Ja. richtige Menschen schon waren. Deswegen, aber wie gesagt, Ich verstehe das tatsächlich. Ich habe auch. es ist alles kurzlebig. Wie der Style. So, du malst ihn, er ist weg. So, weißt du, das ist halt alles kurzlebig und darauf habe ich keinen Bock mehr gehabt. Habe ich mir lieber gedacht, so, ey, wenn es kurzlebig ist, dann lieber ein Train. Lieber ein Train so und das Ding ist, ich habe halt auch ein gutes Team gehabt oder Leute. Ich habe zum Beispiel von Jack viel gelernt, ja, von RTZ. Er hat mir viel geholfen, hat mir also angefangen, so mein Style, den ich hatte, halt nochmal umzuformen und hat mir Formen gegeben, bla bla so und wo ich dann halt gemerkt habe, so. So, das ist der richtige Weg. Ich habe aber auch zum Schluss viele Diskussionen mit ihm gehabt, so, weißt du? Wegen Styles und so. Dann habe ich auch immer angefangen, mich mit Leuten wegen Styles zu streiten. Da habe ich wieder das Ding genommen, dieses Jack-Ding, was ich halt mit ihm hatte, so bla, dieses Teamwork, habe ich nochmal umgeworfen und habe mich dann nochmal selber anders entwickelt. Ich habe so drei Style-Stufen, so. Die erste habe ich von Miguel, die zweite von Jack. Also ich bin durch diese GFA-School gegangen, also durch Poet, Voss. Und Jack bin halt rumgereicht Gute worden, so. Schule, gute Schule. Rumgereicht. Und als ich dann bei 156 war, habe ich dann das Ding komplett genommen und rumgedreht und mein eigenes Ding rausgemacht. So. Ja. Weil ich wollte halt nicht, dass die Leute sagen, so, ja, der Style ähnelt dem und der ähnelt dem. Dann habe ich halt angefangen, so, das selber halt, ich dachte mir, wenn es in die Richtung geht, dann kann es auch in die Richtung gehen. So, weißt du? Dann gab es Leute wie Akut. Akut, ich hab keinen Plan gehabt von 3Ds. Wie sie in welche Richtung gehen, dies, das. Wir waren Kennex, ja. Uns haben nur interessiert, der Name muss stehen. Akut meinte, ey, du musst ja in Peace, du musst 3D-Blocks machen und so. Ich sage, ey Mann, Alter, 3D-Blocks, was ist das so? Ich gebe zu. Ich sage, manche sehen so aus, manche sehen. Und dann, er hat mir die Tricks. Und dann habe ich diese Logik dahinter verstanden. Weil Sprühen ist einfach nur Logik. Also du musst halt erste, zweite, dritte Schritt, vierte Schritt, aber du kannst halt nicht den dritten Schritt vor dem zweiten Schritt machen, dann passt nicht. Er muss, Dings meinte mal zu mir, Poet meinte zu mir, das ist Arbeit. Du musst das abarbeiten, sagt er so. Und dann, irgendwann hat es dann Klick gemacht und dann war es ein Selbstläufer. Aber es war, ich kann sagen, bis 2009, also bis vor, nee, nicht, nee, 2005, so, wo ich noch im Knast war, war es eine krasse Lernphase für mich. Ich war noch nicht so weit, so, dass ich halt direkt halt in diese breite Masse springen kann, um mich selber zu behaupten. So. Ich habe mir gedacht, ich muss erstmal mit den alten Leuten malen, bevor ich mich den neuen Leuten zeigen kann. So, weißt du? Aber Es es gibt ja war ja immer auch noch. so, dass man von den alten Leuten wahrgenommen werden wollte. Das waren ja die Namen. Ja, natürlich. Aber heute, guck mal, alle, die uns früher gehatet haben, so, was heißt gehatet? So wurden halt ausgeschlossen. Jetzt, Bruder, wir sind in Berlin, in deren Fressen jeden Tag. Sie gehen nach Kreuzberg, egal wo sie hingehen. Jetzt mittlerweile auch die anderen Bezirke. Bruder, du kommst an diesem NAS-Ding nicht vorbei. Auch wenn wir innerhalb der Crew vielleicht Meinungsverschiedenheiten haben, dies, das, so, weißt du, aber trotzdem, so, die Leute kommen nicht dran vorbei. Und das ist die Genugtuung für mich. Ja. So, dass diese Leute von damals, die uns sozusagen unten halten wollten, jetzt gar nicht mehr an diesen Hype rankommen. So, wenn einer zu mir kommt, ich habe es letztes Mal in einem Interview gesagt, er labert mich voll.
Ey, Dicker, ich habe hier 92 einen Train gemacht, sagt dann, verpiss dich, ich riech nach Tunnel. Wir waren erst gestern, was willst du mir erzählen? Kommst du mit einer Story von vor 30 Jahren, so, weißt du? Hau Ja. ab, so ganz einfach. Und mittlerweile kommen diese Leute nicht mehr. So, die Leute wissen nicht mehr, was sie sagen sollen, weißt du, weil einfach so Quantität, Qualität, ist halt so Geschmackssache, so, weißt du? Aber die kommen halt gegen die Quantität nicht mehr an. Ist so. So. Wobei man sagen muss, dass das Bombing aber jetzt auch Next Level ist. Das ist nicht mehr wie vor 20 Jahren. Die Leute machen in 2 Sekunden Qualität. So, weißt du? Digga, heutzutage drei Leute schubsen einen Hurker in 5 Minuten. Weißt du? So Ist diese krass. Kniebeuge. Die machen Ja. Kniebeuge. 20 Kniebeuge ist Hurker. Was ist los? Ja, Und voll geil. wir, Was ich Digga, wir haben heftig das hier. finde, für mich war so, als ich gehört habe damals mit 11, dass Amok ein türkischer Sprüher ist. Das war direkt mein Vorbild. Ja, Ich normal. wollte wie Amok sein. So, Ist weißt so. du? Und habe Also jetzt alles, für was ich dich. von ihm gesehen habe, abgemalt. Hier so Cowboy, Amok. Da gab es noch einen türkischen Writer, den ich so geil fand. Jetzt spielt eine ganz große, wichtige Rolle, dass es Türken waren, weil ich war hier so in Hildesheim, Gastarbeiter, weißt du, ich war so der einzige Kenneck mit meinem besten Freund Schein. Alle waren, das war halt so meine Identität, weißt du, ich habe meine Identität damit gefunden. Die Türken waren die Kings, so in diesem Writing, den Türken, Kurden, so, weißt du? Auf beides war der Train King, weißt du? Beides war ganz lange der Train King, Volker King, kann jeder was sagen, bis dann halt Toll. dieser Bomb gekommen ist, aber auch Respekt, so. Dann halt, wie gesagt, Amok, Rock, aber nicht nur Türken, sondern Kennex, halt Odem, Kroate, Miguel, Kroate, dann, und der Urdings von denen, der den eigentlich steigegeben hat, ist Bojo, Nia. Den Namen male ich auch. Ich habe irgendwann den Namen von ihm bekommen, so, weißt du? Hat auch miese Auseinandersetzungen mit Poet wegen dem Namen. So, bla und so. Ich nehme den, dies, das. Ich meinte, was? Wenn du das denkst, dann lässt du das. Dann hier einer schreibt doch, Hulk, York, East. Oder? Das waren alles Kings früher. Oder hier Absolut. Kronk. Nur dann einer, der underrated ist, so, den die nicht auf dem Plan haben. Sock, Bergkant. Oder ganz krass. Der Ich hat kenne ihn Trains gar nicht. gemeint. Nee, Sock, SOK. SOK, Doch, SOK, ja. kenne ich. Kenne ich. Kenne sogar Das Trains. ist so, jetzt, zu der Zeit so, war es halt so, wenn jetzt jemand die Backjumps Train Special anguckt, so, und du siehst ein Sock-Piece, und denkst, was ist das? Du denkst, überkrass, New York, jetzt, Ja, weil ich die Zeit. weiß sogar welches Foto, wo sie da alle so Ja. dranhängen und dann ist dieses Sockpanel da. Genau. Und Ja. das Ding ist halt so, dass halt die Leute irgendwie zu der Zeit nicht, das ist aber wie in New York. Zu der Zeit haben alle gemalt, keiner realisiert und 20 Jahre später so siehst du halt, was abgeht, so weißt du? Das ist das Ding. Ist so krass, das aber alles mal so zu hören, ey. Voll abgefahren. Und komm, wir Boss, kommen. zum Beispiel Boss. Boss ist auch Kenneck. Was ist der denn? So, Boss ist kein Deutscher, Boss ist Araber. Ich habe Frost nie Wissen kennengelernt, keine Ahnung. auch nicht viele, aber leider ist auch der größte Anscheißer aus Berlin. Ein Kenneck. Solar. Solar hat die ganze Szene verraten damals. Darf man auch Krass, nicht ey. vergessen. Ja, da kenne ich auch eine Story. Also tatsächlich höre ich da auch viel. Aber das meiste, weißt du, habe, geht bei mir links rein, rechts raus. Das meiste ist 30 Jahre alt. Menschen ändern sich auch, weißt du? So, und jeder hat eine Chance verdient, du weißt. Auch vielleicht 100 sogar. Ja, wir haben Und. einfach, wir Berliner, wir waren eklig. Wir haben einfach nur auf uns geguckt. Uns hat niemand interessiert. Und wenn du natürlich Kenneck warst, dann war es besonders. Aber. Ganz klar, die Kings aus Berlin, so gibt halt auch Deutsche, so wie Scheck. Also für mich, egal wer was sagt, so ja, für mich, also Berlin, natürlich, ich liebe Amok, so, ich liebe Amok, ich liebe Rock, egal was, aber für mich, der absolute King, so, dem man die Krone geben muss, ist auf jeden Fall Scheck gewesen. So, Absolut. Scheck ist für mich der Einzige, der alles malen kann, was er möchte, so, weißt du? Deswegen. Ist ein saulieber Kerl, absolut. Ich habe ja auch eine Weile TCF mit denen gemacht. So, ne? Und keine Ahnung. Irgendwann habe ich mal Skim angerufen nachts und gesagt, wir malen das nicht mehr. Wir haben uns alle gestritten. Und jetzt sind sie alle wieder peace, aber ich male keine Crews mehr einfach. Ich habe jetzt meinem Brudi Asyl und alle, wir sind Familienstyles und das reicht mir. Weißt du so? Ist so Dings, wie soll ich dir sagen? Es ist halt, Berlin ist halt ein schwieriges Thema gewesen. Schon immer so, weißt du? Wir haben immer angeeckt. Wir haben immer angeeckt mit irgendwelchen Leuten.
irgendjemand hat was gegen uns gehabt oder was weiß ich so. Es war halt immer diese Competition und damit, also ich sehe so, diese Styles sind halt auch wirklich aus der Competition heraus entstanden, so weißt du? Jeder, so war es halt auch nicht so, dass alle aus gut betuchten Häusern gekommen sind. Ja, ist Es so. war zu viel Action so bei uns. Ich habe das ja auch alles mitgekriegt. Ich bin in den Schulferien immer zu euch nach Kreuzberg. Ne? Wie gesagt, ich war da immer nur in Kreuzberg und ich musste mal alleine rumlaufen, habe, weil die Jungs sind nicht mit mir mitgekommen. Egal in welchen Stadtteil ich wollte, um Graffitis zu fotografieren, haben die immer gesagt, nein, da können wir nicht hin. Nein, da können wir nicht hin. So, und ich bin immer alleine los. Weiß nicht so, für mich war das so, also das Berlin-Ding, jetzt wo ich in der Türkei bin, mit dem Abstand so, es hat sich halt auch viel verändert, so weißt du? Ich sehe es ja jetzt, so, auf einmal gehen die Trains klar, du siehst viel mehr Sachen rollen als früher, so weißt du? Ja. Deswegen, und das ist halt alles ein bisschen so Dings. Ja, heutzutage ist es mehr wie ein Spielplatz. Jetzt jeder malt mit jedem. Es wird viel gecrossed, viele crossen und weiß nicht, Berlin ist einfach nicht mehr das, was man war in den so 90er, Mitte 2000, so jetzt so eine ganz andere, so hippige Szene, Anti-Styles. Klar, es geht nicht mehr um den Style, so, es geht so, jeder sprüht, wo er will, so weißt du. Keiner, Also es gibt halt keinen. ich akzeptiere die alle, auch diese Anti-Style-Leute, aber ich lasse mich nicht gleichstellen für eine Sache, wofür ich 30 Jahre gearbeitet habe. Du weißt, was ich meine. Du hast auch Tag und Nacht an einem Buchstaben gesessen. Und dann kommt da jemand, der die Legitimierung von mir will, der das nicht tut. Der einfach da Ja. was hinrotzt. Tamam, ich akzeptiere dich, dass du dein Ding machst. Du bist ein lieber Kerl, ich male auch gern mit dir zusammen. Aber, Digga, ich habe mir 30 Jahre Mühe gegeben. Ich habe das gemacht, damit ich angesehen werde, Jane, so. Weißt du, was ich meine? Ich habe so richtig Energie und Dings da reingesteckt und nicht, um loszugehen und Kaugummi-Buchstaben zu malen, so, weißt du? Ja, das stimmt schon, aber manchmal gibt es halt auch andere Sachen, so wie du stehst an der Hall, auf einmal steht ein 15-, 16-Jähriger neben dir, malt deinen Style, du denkst, was geht ab? Was geht ab? So, weißt du, gibt es halt auch, so weiß nicht, es ist halt so, natürlich gab es halt auch bei uns, wir haben halt auch Styles geklaut und probiert, unsere eigenen Sachen draus zu machen, aber heutzutage so, kannst du halt alles runterladen und so, du kannst halt direkt, ich kenne Leute teilweise so, wo ich weiß, dass sie mit Projektoren malen, ihre eigenen Styles, die warten bis zum Abend in der Hall und hauen halt ihre Styles mit einem Projektor an die Wand, kriegt keiner mit und am nächsten Tag sind sie dann am Outline sprühen, so weißt Und die Charakter, und die Charakter, du hast sie du? vergessen. Charakter. Ich Und Charakter. weiß, wovon du redest. Ich sage jetzt keinen Namen. Bruder, es gibt so Aber viele Leute. das Ding ist, heutzutage, das hatten wir auch schon, ist es auch in diese Basic-Dinger, wie beim Breakdance, einfach zu übernehmen. Einfach so. Sie gehören einfach dir. War vor 30 Jahren nicht möglich. Jeder hat zu dir gesagt, du bist ein Biter. Fang von vorne an. Irgendein Typ schreibt mir, so er sagt, ja, kann ich den Namen Mock checken? Was willst du dem jetzt für eine Antwort geben bei Insta? Er sagt, ja, der Name gefällt mir, ich will den jetzt taggen. Du sagst ihm, nein. Dann schreibt er, aber kann ich Smog malen? Ein S davor? Ich sage, Bruder, den gibst du auch. Ich kenne ihn doch. Such dir was Eigenes. Auf einmal, ich gebe ihm einen Namen. Ich sage, ich gebe dir schon. Ich meinte, mal Conan. Er meint jetzt Conan. Conan. Ich meine, mal Geil. Conan. Ja, ey, geiler Name. Voll. Geiler Name. Ja. Ich habe Aber er dieses brauchte das. NAN genommen. Hä? Guck mal, so wie du deinen Namen auf der Straße bekommen hast, ne, mit Maxim zusammengearbeitet hast, hast du ihm den Namen jetzt auch gegeben. Ach, ich habe auch so vielen Leuten Namen gegeben. Ich habe von dieser HBS-Crew, da gibt es zum Beispiel so ein Denk. Diesen Denk habe ich seinen Namen gegeben. Dann so ein Fly. Und waren voll viele Leute, so weißt du? Ich glaube, das Und wissen die irgendwann, meisten aber der war Leute ein auch kleiner nicht. Junge. Guck mal, dieser Denk war ein kleiner Junge. Und irgendwann Jahre später so, er sagt, ey, bla, so weißt du noch, du hast mir damals den Namen gegeben, aber ich gucke voll so Dings. Haben sich halt voll etabliert und was weiß ich, so weißt du? Und hat daran festgehalten, so. Ganz krass. Gibt es halt Krass. einige, aber dann gibt es halt auch diese Hobbymaler, so weißt du? Deswegen. Ja, die nicht lange dabei bleiben, ich weiß das. Ich unterrichte ja selber seit wie vielen Jahren. Ich musste gerade nur so lachen.
Aber ich habe 10-jährige Schüler, wenn ich dir die Bilder von denen zeige, die können teilweise die Dose noch nicht halten. Du flippst aus. Du sagst, wow. Und ein Mädchen davon, die rastet aus. Aber die lernen das jetzt schon als Kinder und werden das mit 16 langweilig finden, weißt Ja, ich war du? damals, als Odem seine Stylism-Mission gemacht hat im Osten, hat er halt Workshops gemacht. Ich bin da zweimal hingegangen. Und hab da halt dieses, und hab das halt gesehen. Das ist das erste Mal, dass ein Workshop dort ist. Da gab es halt so Leute, da gab es einen Diak. Diak. Und Odem hat mich schon gesagt, so, der ist der krasseste von allen. Ich meinte, ach Mann, komm, ein Jahr später, ich sehe ihn am Mauerpark. Ich dachte mir, was ist das? Eine Maschine. Krass. Kleiner Junge, Maschine. Aber so dieses Ding ist halt so, wenn die halt die Größeren und so, die Älteren helfen, ist natürlich eine andere Sache. Aber in Berlin war ja, die guten Writer haben ja auf diese Dings geschissen. So, boah, hatten keinen Bock, mit denen so zu malen, so weil sie halt täuscht sind. Ja, und irgendwann, ich mal mit denen und sage, komm, weißt du noch, am Manakulm 90, 94, habt ihr uns nicht mitgenommen, dies, das, jetzt fragst du mich nach einem weißen Hund. Hier nimm Land, sage ich, die weiß, steck in deinen Arsch, das behalten. Penner, Alter, ich schwöre dir. Ach geil, Alter. Ja, aber das kennen wir alle. Das kennen wir alle. Wie viele Leute haben mich? Das ist jetzt eine ganz wichtige Frage. Das ist ein guter Übergang. Viele haben mich, als ich ein kleiner Junge war, nicht ernst genommen. Ich habe dir ja schon gesagt, wir waren so die einzigen Chemex hier. Und es gab schon Writer, die älter waren als wir. Später hat sich das geändert. Wir haben übernommen, weißt du so. Aber für mich war Graffiti ganz wichtig, Arvin. Ich habe mir mit Graffiti eine Identität gegeben. Ich habe nicht zu den Türken, Kurden reingepasst. Ich habe nicht zu den Deutschen reingepasst. Ich wurde nirgendwo akzeptiert. Ich habe mir durch diesen Namen, den ich bekommen habe, ich habe mir den nicht selbst gegeben. Auch so, deswegen meine ich ja, das ist Hip-Hop, wenn jemand anders dir einen Namen gibt, so. Und das war früher auch die Regel. Das ist eine alte Hip-Hop-Regel. Das hat mir Sicherheit und eine Identität gegeben. Ich war da richtig stolz drauf. War das bei dir auch so als Gastarbeiterkind? Nee, überhaupt nicht. Ich habe durch dieses Writing, also ich glaube, jeder Kenneck hat so seine anderen Erfahrungen. Ich habe durch Writing habe ich viel Stress gehabt zu Hause, auch mit meinen Kumpels so. Ich bin halt immer mit Gangstern unterwegs gewesen so, und ich habe halt immer einen Marker dabei gehabt. Die haben es nicht verstanden. Die meinten so, ey Bruder, was machst du? Wir haben hier 100 Dinger bei uns. Machst du hier deine Text, dies, das, jetzt kommen gleich Bullen. Sag, ja Bruder, dann geh doch weg. Warum läuft die Tür? Du weißt doch, ich bin behindert, ich mach sowas. Geh doch weg von mir. Als ob ich Bock habe, mit einem Typen rumzulaufen, der 100 Weiße bei sich hat. Ich bin doch genauso behindert, weißt du? Ich sag so, wer ist hier der Wichser von uns? Ich mit meiner Dose wegen einem Tag oder du mit 100 Dingen an der Eier, so, weißt du? Verpiss dich. So war das dann. Und irgendwann habe ich angewöhnt, ey, wenn Mock dabei ist, so, wir nehmen nichts mit, er ist behindert. So, er macht Text, jederzeit können Bullen kommen. Und so halt aus der Gruppe heraus immer so, weißt du? Ich habe so dieses, für mich war es, guck mal, wenn ich morgens aufstehe, ich stehe ja nicht als Mock auf. Weißt du, ich stehe halt einfach auf als normaler Typ. Und heute zum Beispiel, ich fahre Auto, ich habe diese Badness, wo ich habe gemerkt, okay, ich habe jetzt wieder 3, 4 Monate nichts geballert, so, morgen gehe ich wieder was ballern, so. Obwohl ich die Dosen für Leinwände geholt habe. Aber so, ich fahre halt irgendwo vorbei an der Stelle, denke mir so, gut, da muss jetzt was rauf, weil hier werde ich jetzt die nächsten Tage öfter vorbeifahren. So, da muss jetzt ein Piece von mir sein. Und so mache ich das. Also so ist mein Film. Aber das Geil. Schlimme ist, ich weiß, wenn ich morgen anfange, bin ich die nächsten 3 Monate wieder auf diesen Film. Solange ich Dosen habe, gehe ich halt malen. So. Weißt du, das ist einfach Hektik. Ist das so? Wie kriegst du das denn hin? Ich meine, du bist ein erwachsener Mann, du musst ja auch leben. Ich lebe gut, Bruder, glaub mir. Nein, dagegen spricht nichts. Ich dachte mir nur gerade, ich weiß, wie es ist, wenn man irgendwann, du weißt, du hast nur noch Verantwortung. Es geht nicht mehr jeden Tag rausgehen und so, weißt du? So meine ich das gerade. Ja, mein Leben ist nach wie vor so, guck mal, in meinem Leben geht es in erster Linie um mich. Ich muss funktionieren. Und uns wird keiner eine Statue setzen, so weißt du. Wir müssen unsere eigene Legacy machen. Du musst dir einfach dein eigenes Denkmal setzen, so. Und solange es geht, so wird halt gemalt, also wird halt gemalt, so, weißt du, weil das ist so, das ist einfach so richtiger, also Lifestyle. Das ist nicht so eine Modeerscheinung, wie viele andere Leute. Manche sagen, ja, einer sagt, ja, Graffiti saved my life. Na, was? Graffiti hat mein Leben gefickt. Von vorne, von hinten, oben, unten, Sandwich, so hops genommen einfach, so, weißt du. Aber gerade deswegen so, weil es halt so ist, es ist halt real life. So, und die Leute sagen, Bruder, hast du keine Angst, in Türkei zu bomben?
Ich habe keine Angst. Ich mache einfach. Was soll passieren? Sollen die meinen Kopf abbrechen? Wenn du ein bisschen gut reden kannst und so, dann geht alles in Türkei. Aber die Voll. meisten haben Schiss, so, weißt du? Kein Plan. Ich war 2008 3 Monate in Istanbul. Natürlich Ja. jede Nacht taggen gewesen, ne? Normal. Steht ein alter Opa vor mir und sagt: Oğlum, benim evimi rahat bıraksan olur mu? Ich so: Olur amca. Und bin direkt nur weitergegangen. In Deutschland wäre es ganz anders gewesen. Ich Ja, habe die natürlich. Polizei gerufen. Mich hat Türkei am Anfang nicht interessiert. Ich war ja jedes Jahr war ich in der Türkei. Ja. Ich wusste, dass in Türkei Trains sind, aber so hat mich nicht angezeigt. So. Gut, ich habe einen gemacht, dann habe ich noch einen gemacht, so, um einfach so halt in der Sammlung das alles zu haben. So. Aber ich habe die Szene halt nicht ernst genommen, weil ich wusste, es ist anstrengend. Du gehst mal, die ganzen Writer kommen, quatschen dich die ganze Zeit voll, bla und. Immer dieses, so dieser Status, wenn du ankommst, du hast ja schon King-Status, wenn du in Türkei ankommst. Also bei mir war es so. Aber dann muss ich sagen, ich habe halt auch hier Crews, also eine Crew habe ich hier, ich bin hier in zwei Crews drin. Und da ist es genauso wie dieses NIS-Ding. Sind nicht alle gute Maler, aber sind gute Hauer. Also richtige Männer, so weißt du. Und wir sind auf gleiche Art und Weise, sind wir auf jeden Fall behindert, so weißt du. Und ich habe hier halt auch Beefs gehabt schon, ja. Ich habe auch in Berlin Beef mit Writern, also mit einer Crew oder beziehungsweise mit einem so. Aber ist mir halt auch scheißegal. So manchmal ist das gehört halt dazu, Ja. weißt du? Aber ich habe mir halt abgewöhnt, wegen einem Writer eine ganze Crew zu hassen so. Das habe ich mir abgewöhnt, weißt du? Und einfach auch diese Quatscher, die in Berlin sind, die reden so. Da ist Berlin. Ich bin jetzt hier. Ihr redet hier. Kommt hierher. Kommt hierher und dann, wir können reden so. Und ich weiß ganz genau, wenn sie vor mir sind, sind sie immer noch die Almans, die Deutschen, die damals von den Türken geklatscht worden sind. So. Ich weiß ganz genau, ich kenne viele Leichen, aber ich hole die nicht raus, Bruder, so, weißt du? Jeder Writer, der jetzt berühmt ist in dieser deutschen verfickten Szene, so, ich habe jeden einmal von ihnen schon mindestens weinen gesehen. Mindestens einmal weinen gesehen oder mindestens ich habe einmal schon mal Hand angelegt. Und das vergessen die Leute auf Abstand, so, weißt du? Deswegen, aber es gehört halt dazu, wenn die Leute mit einer Lüge leben können, es ist halt auch so, dass halt diese Szene halt auch extrem verlogen ist und so behindert gemacht, so weißt du, irgendwelche 40-Jährigen sind mit 15-Jährigen unterwegs und so, bla, probieren da halt aufgrund ihrer alten Legacy, ja, weil sie im Knast waren, bla, bla, nein, so, du laberst jetzt so, aber du bist jetzt 40, du bist 50 Jahre alt, so, wenn es drauf ankommt, so, denkst du, würdest nochmal in den Knast gehen? Würdest du nicht. Aber vor kleinen Kindern kannst du Filme machen. Das ist das, was mich halt stört, so an Berlin. Berlin ist halt so ekliger Haufen. So wie der Eindruck früher für die Westdeutschen war, so wie der Eindruck für die Westdeutschen war, ist jetzt mit Abstand, wo ich weit weg bin, ist der Eindruck genauso. Weißt du, ich hab's, aus der Entfernung habe ich gemerkt, dass Berlin einfach Müll geworden ist. Nicht Müll war, sondern Müll geworden ist. Weil irgendwelche Leute mit irgendwelchen Rappern rumhängen und Tags machen und finanziert werden und bla, dass die halt sprühen können und so. Dann, keine Ahnung, haben sie 5 Trains gemalt. Auf einmal wieder so alte Opas malen jetzt 5 Trains und denken, es sind irgendjemand. Ist vorbei. Warum hast du nicht damals gezeigt, dass du jemand warst? Jetzt. Ich sage immer, das sind diese Leute, die vor 20 Jahren Hip-Hop gemacht haben, 20 Jahre raus waren, wiederkommen und den Zeigefinger heben, weil sie eine Midlife-Crisis haben. Auf jeden. So, ne? Und ist ja auch denen soll der Spaß gegönnt sein. Ich weiß aber genau, was du meinst. So, wieso siehst du das denn? Siehst du das denn so krass, dass die so eine Welle schieben und die hätten das früher nicht machen können? Auf gar keinen Fall hätten die es machen können. Auf gar keinen Fall. Guck mal, bei uns war egal, wer du warst. Egal, wer du warst. Wenn du Welle gemacht hast mit uns, du musstest auf jeden Fall damit rechnen, dass wir kommen. Das war es. Und dann, die größte Angst war ja von diesen, Bruder, alle diese gängigen Namen, die es heute gibt, glaub mir, die waren nicht in Neukölln. Guck mal, früher war so, die waren nicht in Neukölln und nicht in Kreuzberg unterwegs. Wenn diese Writer, nicht nur Deutsche, es geht hier nicht um Deutsch, es geht überhaupt um Berliner. Diese Writer, wenn sie am Hallischen gemalt haben, haben die gezittert. Immer war ein Kenneck dabei, den sie gekannt haben. Ob es jetzt Asek war, ob es ich war, ob es Eso war, ob es Maxen war. Denkst du, die sind alleine hingegangen und haben dort gemalt am Hallischen? Da sind kleine B-Boys gekommen. Wir haben einen Nate gehabt, die Hyäne.
Bruder, ich komme einmal, hatte ich das Tor, ich gucke, Nate ist 1,50 Meter groß, er hat Scheck im Würgegriff und läuft mit ihm. Er läuft mit Scheck, ich gehe in Ordnung, blend, dann Ordnung, das Bernhard Scheck, geh mal weg, das Freund. Ja, aber ich wusste nicht, er hatte gesprüht, ich habe ihn Geisel genommen, sagt er. So, Wie geil. 36. Er wollte Scheck zwingen, dass er 36 mal. Wir sind kommen, wir haben Scheck gerettet. So, weißt du, Bernhard, diesen kleiner Junge, tritt ihn weg. Er sagt, Mann, nein, der ist 36 und so, die sind gefährlich und so. Ich sag, Mann, Alter, das sind alles Freunde so. Und dann war es auf einmal so, dann haben alle so zueinander gefunden, so, weißt du. Aber am Anfang war Welle. Am Auch Anfang heute war ist es am Hallischen noch so, ob du es glaubst oder nicht. ja, natürlich, also ich meine, guck mal, du bist am Hallischen so, du arbeitest dort. Bruder, du weißt, was ein heißt, am Hallischen bedeutet. Weißt du, was ich meine? Jeden Fall. So. Früher war es nur, du bist zu Kaisers gegangen am Hallischen, hast ein Bombing gesehen. Bruder, jetzt gehst du zu Kaisers, also egal welche Kuh, jetzt gehst du zu Kaisers, vor Kaisers, hinter Kaisers, auf Kaisers, neben Kaisers, drumherum. Was soll ich dir noch sagen, so, Ja, weißt jetzt du? ist es Edeka. Jetzt ist es Edeka. Jetzt ist Edeka, aber früher war Ja, es ja. Kaisers. Digga, das ist einfach nicht normal. Manchmal, ich habe auch keinen Bock gehabt. Ich meinte so zu den Leuten aus meinem, warum reicht? Wollt ihr, dass wir alle Knast gehen, Firma? Was macht ihr? Hört auf, nicht so viel, dies, das. Aber kannst du nicht sagen. Wenn du einen Typen hast in deiner Crew, der an einem Abend 10 Bombings macht und das ein Jahr lang und einfach der King von Kreuzberg wird, so wie dieser Grab, kannst du nichts machen, so ist es. Ist Selbstläufer. Ich sag dir was, Und das war. ich hab eine Sache gelernt, Abel. Du kannst Menschen nicht kontrollieren. Nee, kannst du nicht. Das darfst du auch Ja. nicht tun, weil dann wird es immer Ärger geben. Leute, die nicht auf ihre Eltern hören, hören auf niemanden, Bruder. Weißt du? So, die hören nicht auf ihre Eltern. So, wenn irgendeiner irgendwie komische Moves macht und so, ich denke mir, scheiß drauf so, ja. Lass ihn machen, weil ich bin nicht sein Vater, so, weißt du? Ja, Er ist ja. für sich selbst verantwortlich. Und gerade, ich denke mal so, das muss passieren. Er muss das machen. Entweder er muss Scheiße fressen, entweder er muss Scheiße fressen oder er wird ein ganz krasser. Und meistens ist es so, dass die Leute Scheiße fressen, aber trotzdem, aufgrund, weil sie die Scheiße fressen, ganz krasse Persönlichkeiten werden. Ja, absolut. Die wir vielleicht selbst nicht so sehen, so weißt du, aber in ihrer Entwicklung sind die Leute, guck mal, jeder ist doch für sich, guck mal, für mich, okay, ich sag jetzt Ticket ist King. Ich sag Ticket ist King so. Dann ist aber so, wenn ich sag so, ey, ich bin der King. Weil wenn du von dir selbst behauptest so, dass du halt nicht so der Macher bist so, dann macht dieses ganze Ding gar keinen Sinn. Natürlich, es gibt viele Freunde, viele gute Maler, dies, das, aber wie ich im Endeffekt gesagt habe, so, in erster Linie geht es um mich, also wenn es überhaupt so, was diese Kunst hat, der Rest soll verrecken, denke ich mir. Hauptsache Ja. ich komme weiter, so, weißt du? Es geht ja um meinen Namen oder um meine Crew. Ob da jetzt ein Tag von, ach, egal jetzt welcher Name, ist mir, ich denke mir an, dieser Hund, ich denke so, ich denke nicht so, boah, ey, krass, der Typ hat einen geilen Spot, ich denke mir an, dieser Hund, der hat diesen Spot gemalt. Hoffentlich machen die weg, ich muss rübermalen. So, weißt du, nach dem Motto. Aber das ist der Urgedanke. Ist So war so. das. Du Und siehst einen das ist. Burner und willst einen Burner drüber malen. Bruder, und das ist dieses Ding so. Das ist die Ehrlichkeit. Jeder denkt so, aber keiner spricht es aus. Nach dem Motto so, ja, wenn ich jetzt solche Züge an mir zeige, so, Bruder, das ist dieses Graffiti-Ding. Fame ist eine Hure, heute bei dir, morgen bei mir, so, weißt du? Also sei einfach ehrlich so. Es ist halt immer so, dieses Mann. So, okay, man gibt Respekt. Warum gibt man Respekt? Weil man den kennt. Aber im Endeffekt will man eigentlich so, dass der eigene Name dort steht, so, weißt du? Ist die Darum Wahrheit. geht. Und die meisten so, wenn ich gucke, ich bin ja auch auf Jams gegangen, auf die Yard 5 Jam. Oder wenn ich auf Yard 5 Jam gegangen bin, ich konnte gar nicht malen. Aber von allen Seiten kommen die Leute, ey, Mock, Tech hier, Tech da, bla. Ich denke, tschüss, ja, was ist das? Ich habe gar keinen Bock gehabt zu malen, war nicht entspannt, so, weißt du? Was soll dabei rauskommen? Wenn du bei einer Outline, bei einer Linie 10-mal gestört wirst, so, weißt du? Ja. Und willst auch nicht respektlos sein, deswegen Sonnenbrille auf, Yalla, Text machen, so, du läufst dann rum wie so ein Rapper und gibst die ganze Zeit Text und eigentlich könntest du ein cooles Piece sprühen, aber die Leute lassen dich nicht in Ruhe. Der Das ist Trick das ist Ding. Kopfhörer. Kopfhörer reinmachen. Das ist Ja, der auch, Trick. aber das ist ja auch respektlos. Ist ja auch respektlos, so, weißt du? Wenn du halt die Leute nicht beachtest, so. Ja, Deswegen das ist ist auch halt. richtig. Aber ich sag dir gerade, ich verstehe, dass du davon genervt bist, aber ist das nicht auch geil?
Für mich nicht. So, für mich, ich habe, guck mal, dieses Ding ist so, für mich ist es schwer zu akzeptieren, dass es so ist, dass irgendjemand kommt und ein Tag von dir will oder so, weißt du? So, es ist halt so komisch, dass halt einer kommt, einen anhimmelt und so. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin noch nie zu irgendeinem Writer gegangen und habe gesagt, mal mein Buch. Oder ich hätte auch collecten können. Ich hätte mein Blackbook rumgeben können, ich das. Aber ich habe keinen Bock gehabt. Erstens habe ich gedacht, dann vielleicht kommt das Blackbook weg. Oder hey, was, wenn der jetzt dort verkackt oder so, dann ist mein ganzes Konzept vom Blackbook geht in den Arsch, so weißt du? Habe ich gar keine Lust gehabt. So. Es gab halt einige so, mit denen ich, also so von Flash habe ich ein paar Dinge skizziert. Ich habe das Downstairs Blackbook. Da, wo jeder reingemalt hat. Das Downstairs Blackbook gehört mir. Als Downstairs damals zugemacht hat, habe ich zu Halli gesagt, so, die habe ich genommen. Ich meinte, er hat mich angeguckt, so, ich meine, geh mal weg. Was hast du mit Graffiti zu tun? Lang? Du bist Millionär geworden durch uns. Gib mal her. Hab das Blackbook mitgenommen. Da sind alle drin. Boah, Alle, die ich geil. mag. Alle, die ich nicht mag, die in dem Buch drin waren, habe ich rausgerissen und verschenkt. Ich habe nur die behalten, die ich mag. Aber es sind trotzdem viele Leute drin. Poste mal bitte. Ich kenne dieses Buch Habe sogar ich. noch. Ich kenne das Buch noch. Ja. Und Ich aber werde. da ist sogar ein Poker drin. Ja, auf jeden Fall. Ne? Nicht Und nur er, da sind alle drin eigentlich. ich Da sind überlege alle. gerade, ob da auch eine Skizze von mir drin ist. In dem großen, in dem, wenn du den DIN A3 gemalt hast, Wenn du kann sein. reingekommen bist, rechts Kasse, sein Baba, weiter rechts vor der Tür, wo du durchgegangen bist, lag ein großes Buch. Es war immer aufgeklappt. Ja, weil ich rede von einem Buch von 96. Nein, da bin ich nicht drin. Das kenne ich nicht. Ja. Also dieses Buch, was ich habe, ist von 96, aus der Hochzeit, wo sich alle schon krass entwickelt haben. Wo Ticket da war und dann diese 2 Jahre, wo dann der Style explodiert ist in dieser Backjumps-Zeit. Genau am Ende von Backjumps, wo die richtigen Magazine rausgekommen sind, genau am Ende, das ist aus der Hochzeit. Und viele Geil. quatschen mich voll. Viele wollen, sagen immer so. Ich meinte, ey, irgendwann, wenn ich Bock habe, wir werden es digitalisieren, aber es liegt rum so. Zum Beispiel, ich habe letztens Kakao, habe ich eine Skizze von ihm gezeigt. Er hat Optik geschoben. So, er sagt, krass, habe ich vergessen. So. Ja, weil du dir reingemalt hast, eine deiner besten Skizzen und so, weißt du? Oder von Flash. Zum Beispiel, ich habe Dings, Boogie, habe ich eine J1-Skizze geschenkt. Jeder würde diese J1-Skizze nehmen so und, weißt du, nicht rausrücken, hinter Glas packen und so. Aber ich wusste, er liebt ihn, er hat Geburtstag gehabt, so. Ich dachte mir so, mach ihm eine Freude so. Und ich habe ihm einfach die J1-Skizze. Und nicht einmal, bis heute habe ich bereut, dass er diese Skizze hat. Das ist eine miese Skizze. Ist ein richtiges, mieses J1-Ding, so ein richtig krass gerocktes Teil, so, weißt du. Und Hängt bei ich ihm. wette, bei Boogie ist es eingerahmt an der Wand. Es ist eingerahmt an der Wand. Und ich glaube, Digga, wenn seine Wohnung brennt, jeder, der drin ist, würde er liegen lassen, so, aber diese Skizze würde er mitnehmen. Er ist Er so würde ein auf alles geiler Typ. scheißen. Aber Er ist diese so. Skizze würde er mitnehmen. Ich muss dahin. Ich muss die in real life sehen. Geil. Hammer. Ist Ich wollte krass. aber gerade dazu noch was sagen, was du mit diesen Sketches und alles gesagt hast. Gab es diese Zeit in Berlin auch, wo die Leute Fake-Motu-Skizzen verkauft haben und so? Nein, bei uns nicht. Ich habe Gab's nicht. hier Fake-Motu-Skizzen verkauft für 20 und 30 Mark. Krass. Bruder, bei uns gab es die Zeit, wo echte Coke-2-Leinwände verkauft worden sind, weil wir eine Galerie eingebrochen sind und die alle geklaut haben. Weißt du, sowas gab es bei uns. Mach das mal heute mit Banksy, Alter. Ne, da mal einfach mal die ganzen Dinger raushauen. Geil, ja. Ich finde voll Aber es tut interessant. weh. Wenn eine Was ist? Leinwand wegkommt, tut es weh. Es gibt eine Leinwand von mir, die wurde geklaut bei so einem Typen. So, der weine ich bis heute nach. Keine Von Ahnung, dir was der oder Typ von wem davon hat. anders? Nee, von mir. Ich denke mir so, was hat der Typ davon? Die hängt bei ihm an der Wand. So, das ist halt so geklaut. Und weißt du, kann halt nie auf den Markt zurück. Was weiß ich, wenn die auftaucht, so. Ist halt schon hängen. Also, da habe ich gemerkt, so Leinwände klauen und so, ist von den Amerikanern macht auch keinen Sinn. Aber gutes Geld, Bruder. Kannst du ja auch nicht zeigen. Naja, so mancher Kunsthändler in Berlin hat ja auch Leinwände von den Leuten verkauft und nie bezahlt. Ne? Da gibt es ja auch so ein paar Ja, Gerüchte. gibt's Dinger, es gibt schon Dings.
auch eklige Moves, so weißt du? Ja, Aber ja. Du hast solange aber du was selber Gutes nicht kaputt gesagt. getroffen. Guck mal, da würde ich gerne hören, was du davon denkst. Du kommst ja von der Straße. Du hast ja das Originale gemacht. Du sagst ja auch, Trains waren das Originale. Wie stehst du dann zu dieser Leinwandkunst? Ja, ich finde die wichtig. Ich finde die wichtig, weil das ist das Ding so, was ein manche halt über Wasser halten kann. Und wenn du halt eine bestimmte Länge, guck mal, also es gibt halt diese Typen, die halt nur Leinwände malen. Aber dann gibt es halt Typen, die Legacy haben und sagst so, wenn du halt illegal bist noch in der, also wenn du illegal bist und aktuell Leinwände malst, hat es einen anderen Wert, als wenn du den ganzen Tag auf Sesselpupperbasis nur Leinwände malst. Weißt du? Das ist der Übergang, die nächste Stufe, um seine Kunst zu vermarkten. Wie gesagt, früher hieß es Sellout, heute ist es okay, weißt du? Und ich denke mir, wenn der Typ halt, der die ganze Zeit andere Leute malen, so ein Typ will von mir eine Leinwand kaufen. Er sagt, was willst du? Ich sage, ja, 1000, 2000, bla bla. Er sagt, was? Viel zu teuer. Und dann zeigt er mir irgendeinen Kunstdruck von Sien, für den er 2000 Euro bezahlt hat. Und das Ein nur ein Druck, Druck. nur ein Druck. Dann denke ich mir, okay, scheiß drauf. Ich habe es mir zum Beispiel abgewöhnt, für Freunde Leinwände zu malen mit meinem Namen. So, ey, weil ich schenke einem Kumpel eine Leinwand. Manchmal war es so, und so Zufall, ich bin zu Hause, irgendeiner ruft an, er sagt, ey, bla, ich gehe auf ein B-Day von dem und dem. Ist halt kein Geschenk da oder was weiß ich. Und ab, gucke, stehen 20, 30 Leinwände. Denke mir so, okay, welches nicht so, bla. Pick eine aus, gib ihm die. Und irgendwann nach einem Jahr sehe ich die bei irgendeinem anderen Typen. Ich sage, wo hast du die her? Ja, die hat mir der und der verkauft. Und ich Das. mache halt Leinwände für Kumpels, aber ich male immer nur deren Namen. So nicht mehr meinen eigenen Namen. Das habe ich mir abgewöhnt so. Gab es halt auch unterschiedliche, gab es halt auch so, dass ich mal Leinwände verkauft habe, so nicht verschickt habe und bla, keine Zeit gab, dies, das, bla und irgendwann. Zum Sande verlaufen ist auch schon passiert. Gehört halt dazu, wenn du eine Leinwand von mir kaufst, weißt du? Du Ja. gehst halt auf die Eier, wenn du mit mir 10 Tage verhandelst, wegen 100, 200 Euro so, dann musst du halt auch 10 Tage warten, bis deine Scheiße kommt, so, weißt du? Weißt du, Weil was du hast mir mit sehr. dem Ja, gegeben. sorry. Pardon, Sensöle. Sag nochmal. Ich habe dich gerade unterbrochen. Sprich deinen Satz nochmal aus, dann sage ich das. Ach so, nee, manchmal, wie gesagt, also. Wie soll ich dir das sagen? So, Leinwand-Action ist halt legitim. So sehe ich das. Kann man Weißt du, machen. zum Thema Preis habe ich einen ganz, ganz schlauen Satz. Alles, was du erschaffst, ist 1 Million Euro wert. Aber jeder Mensch hat keine 1 Million Euro. Deswegen gehst du vom Preis immer runter. Was aber nicht heißt, dass es nicht 1 Million Euro wert ist. Du kannst ja pokern. Du Ja. kannst ja pokern. Liegt ja an dir. Er fragt. Du sagst 5.000. Manchmal sagt einer ja. Sagt, wie viel kannst du denn geben? Er sagt ja 1.000. Und im Grunde wolltest du nur 500 haben, so weißt Beste. du? Gut, läuft. Beste. Aber weil ein unter 500 braucht keiner bei mir ankommen. Unter 500, ich stehe nicht von diesem Stuhl auf. Nie im Leben. 500 ist eine glatte Zahl. Und ab da, und wenn ich merke, der Typ ist nett, dies, das, dann kann ich ihm auch eine für einen Tausender für 500 geben oder eine, die mehr wert ist, so weißt du? Ja. Aber damit habe ich auch kein Problem. Wenn ich halt merke, so der Typ wird sie halt in Ehren behalten, aber ich schließe halt Verträge ab mit den Leuten, die Leinwände kaufen, so. Es gibt halt natürliches Eigentum, ja, die Leinwand ist Eigentum, aber geistiges Eigentum gehört mir, Immer. falls halt ein Galerist kommt und eine Ausstellung gemacht wird, so. Der hat ja diese Nummer und der die halt geswarmt ist. Und der muss dann halt die Leinwand halt für diese Zeit rausrücken. Er ist dann halt natürlich versichert, dies, das. Das Geld, was er bezahlt hat für die Leinwand, kriegt er auch erstmal vom Galeristen vorgeschossen. So. Genau. So ist es passiert. Aber meistens mache ich das gar nicht. Weil bei einer Ausstellung geht es ja darum, so, dass deine neuen Leinwände, du kannst ja nicht Leinwände ausstellen, die schon verkauft sind. Deswegen habe ich diese Typen alle zur Seite geschoben. Und wenn es halt eine Galerie, eine Ausstellung geben sollte, einer hat Interesse, dann setze ich mich hin, mache die mal so 20, 30 Leinwände in 2 Monaten, schicke rüber. Auch nur unter dem Ding so, Hälfte der Anzahlung jetzt schon, weißt du, du kriegst die halt alle. Und bla, den Rest machen wir dann prozentual. Also du lernst ja dazu. Du Aber hast jetzt natürlich. gerade die besten Tipps gegeben. Genauso Ja. funktioniert Galeriesachen.
Genauso funktioniert So das. ist der Hustle. So ist einfach der Hustle, dann rennst du auch dem Geld nicht hinterher. Genauso, wenn du ein Rap-Konzert gibst, nimmst du deine Gage, bevor du das Mic in die Hand nimmst. Nicht danach. Kommst runter von der Bühne, der Typ ist verschwunden, so weißt du? Ja. Ist die Sache ist halt die, du lernst ja halt mit der Zeit. Alles schon Und die passiert. Leute wollen ja was von dir. Die Leute wollen ja was von dir. Also ich gehe nicht und klopfe bei irgendjemandem an und sage, hier bitte, ich bin ja kein Vorwerkverkäufer. Weißt du? Er kommt ja zu mir, er ist der Vorwerkverkäufer und fragt bei mir an, so weißt du? So darum geht es halt dann bei mir. Auch guter Vergleich. Guter Vergleich. Ja. Aber was du gerade gesagt hast mit diesen Galeristen, mit der Nummer und so, so funktioniert aber moderne Kunst. Auch Leute, die Picassos zu Hause hängen haben, die müssen die rausrücken. Ne? Und die Ja, ist werden ja so. auch entschädigt dafür, wie du gesagt hast. Und das war gerade sehr wichtig, dass du das rausgehauen hast. Ich wette, 80% der Leute, die das jetzt nachher auf YouTube sehen, die haben das noch nie gehört. Ja, weil sie sich halt, wie gesagt, dieses, ja, ich poste jetzt auf Insta eine Leinwand und so, gut, kannst du machen so, aber du musst dir halt den Dings, den Ablauf musst du dir halt merken. Es hat alles Business geworden. Ja. Es hat alles Business. Und irgendwann macht es ja Klick. Du merkst ja so, dass die Leute was von dir wollen. Du merkst, also, weißt du, deswegen poste ich auch nicht so viel. Ich kann zum Beispiel auch meine Lieblingsleinwände nicht posten, weil halt die Leute dann halt irgendwann, einer schreibt bestimmt, er will die haben. Und also ich komme dann in die Bredouille sozusagen, so in Bedrängung, weil erstens, ich bin halt Türkei-Dicker, ich sitze mit einem Interpol-Haftbefehl, weißt du, bin richtig abgefickt so. Und dann muss ich mich halt kümmern, so. Leute organisieren, die Leinwand rüberbringen, dies, das, bla, so. Es ist halt auch immer Action, so. Und die Leute verstehen nicht. Hier kommt nicht jede Woche einer hin, so, der halt die Leinwand mitnehmen kann. Und was ist es halt? So Sperrgut. Also, jetzt habe ich mir angewöhnt, dass die Leinwand halt gerollt wird und er sich dann halt selber darum kümmern muss, dass sie gerahmt wird, so. Musst du Genau. halt warten. Musst du halt warten. Hast du Dings 3 Jahre gewartet, so, bis ich mal zugesagt habe? Also kannst du auch jetzt ein Jahr auf deine Leinwand warten. Ich vergesse dich schon nicht, gar kein Problem. Geil, ist so. Du hast aber auch gerade wieder was cool. Ich finde das so gut. Das ist voll der Selbstläufer hier. Seit 1,5 Stunden. Mann, mir kommt es vor wie Dings. Krass, wie schnell die Zeit vorbeigeht. So. Du hast das gut gesagt. Du bist jetzt in der Türkei. Wie geht's für dich weiter? Was ist dein Plan? Eierschaukeln, Bruder. Ganz Tag Eierschaukeln. Ich mache, Bruder, also ich bin zwar hier in der Türkei, ja, ich sitze hier bei mir im Haus. Ich habe letztes Jahr ein Haus gebaut, aber sobald ich die Tür da vorne zumache, ist es so, als ob ich in Neukölln in meiner Wohnung sitze. Weil das Ding ist so, ich kann mit mir Zeit verbringen. Ich weiß, was mit mir anzufangen soll. Ich habe keine, also so, ich bin kein Mensch, der irgendwie depressiv ist oder irgendwas. Ich habe zwar so miese Phasen, wo ich mal keinen Bock habe, malen oder so, weißt du. Aber dann, ich weiß gar nicht, und das ist ja genau das, wo ich halt merke, jetzt, ich mache halt wieder die Mucke-Geschichte, diesen Twitch-Kanal, bla, aber ich weiß ja halt auch in der Zeit, ich denke ja auch als Mock, und ich weiß, jetzt bald ist es wieder so weit so, dass halt dieser neue Kopfweg kommt und dass ich halt wieder malen werde. Und ich freue mich jetzt schon, was daraus entstehen wird. Weißt du, dieses Ganze zu verarbeiten, so. Da, ich kann halt auch nur unter Druck malen. So, mich kannst du nicht in ein Atelier stecken, 1000 Dosen reinstellen und zu mir sagen, so, ey, guck mal, hier ist es voll schön, mal jetzt. Geht nicht. Und ich muss morgens aufstehen, auf einmal, ich bin Modus und dann, mich kriegt auch keiner aus dem Modus raus. Ich bin auch behindert, ich mache mein Handy aus. Ich bin, eigentlich meine Freunde, Familie bin ich erreichbar, aber ich bin weg, so weißt du, bis ich mit was ganz Neuem wiederkomme. Eigentlich klingst du wie ein typischer Künstler. Ja, klar, Hast du also dir ein aber Ohr das. abgeschnitten? Nein, noch nicht. Ja, ne, du Nur weißt, was ich nicht. meine. Ja, Van Gogh, ich weiß schon, klar. Nee, gar nicht. Das Ding ist, ich habe halt so, ich hab so komische Phasen, so was halt dieses Graffiti-Ding angeht. Weil, Bruder, ich höre nicht mal auf meinen Vater. Weißt du, was ich meine? Ich sag dir so, wie es ist. Seitdem ich ein kleiner Junge bin, ich höre nicht auf meinen Vater. Weiß nicht warum. Mein Vater hat es irgendwann gemerkt. Mein Vater hat irgendwann gemerkt, wer ich bin. Er sagt, du bist ein Außerirdischer. Du bist behindert, sagt er. Der ganzen Familie sagt er, weder bei mir noch bei deiner Mutter gibt es so einen Menschen wie du. Aber er weiß, er sagt, ich weiß, du bist mein Sohn. Und irgendwann hat er zu mir gesagt, du machst das alles, was ich immer machen wollte, aber nie machen konnte.
weil ich halt aus dieser Generation komme, so weißt du? Das ist Ich bin doch der schön. Erste in meiner Familie, der sein Leben so lebt, wie er will. Und er weiß, er ist nicht dumm. Er weiß, ich werde per Interpol gesucht, ja, ich bin wegen organisierter Kriminalität, hier, dies, das. Er hat mir bis heute nicht einmal gesagt, so, du hast dein Leben verkackt oder so. So, wenn ich gesagt habe, ich will das, klar, wir haben Köpfe zusammengesteckt, so, wie erreichen wir das? Wir haben jetzt sein Ziel erreicht mit dem Haus, ich habe ihm geholfen, bla, habe ihn aufgebaut und so, alles ist gut. Ich will auch nicht immer wieder dieses Kenneck-Ding sein. Natürlich, Alhamdulillah für alles, dies, das, aber Bruder, Alhamdulillah für was? Alhamdulillah für Scheiße fressen die ganze Zeit? Alhamdulillah für, damit man mit Freunden unterwegs sind, die einen angeschissen hat? Bruder, nee, ist nicht. So, das Ding ist, wie gesagt, von Tag 1, es ging immer nur um mich. So, mein Ego war halt viel größer als, ich habe auch keine Rücksicht genommen auf Crew-Kollegen oder auf irgendwelche Writer, so weißt du, das hat mich nicht interessiert. Es ging immer nur um mich. Am Ende geht es auch nur um einen selbst. Schon immer. Weißt du? Ich habe Gott sei Dank die Erfahrung Nein, gemacht. die Leute sind nicht ehrlich. So, die Leute sind einfach nicht ehrlich, so wie gesagt, zu sich selbst. So, oder so wollen halt immer anderen Leuten gefallen. Bro, Ja. wenn du keinen Bock hast auf mich, Mann, ich habe schon lange keinen Bock auf dich. So, weißt du, deswegen, aber ich bin einer, der es sagt. So, ich hänge mich mit irgendjemandem ab und traue mich ihm das nicht zu sagen. So, das meine ich noch vorhin, vom Corner. So einer ist es niemals gerannt, Bruder. Alles ist gerannt, wie nie gerannt. In meinem ganzen Leben gab es noch nie in meiner Writing-Karriere dieses Gefühl, was wirklich alle durchlebt haben, so, ja, wenn ich dort und dorthin gehe, könnte irgendwas passieren. Es ging immer nur so nach dem Motto, wenn wir dorthin kommen, passiert was. So, und ey, ich denke, als Graffiti-Writer, ja, als so Writer ist halt nun mal so, ist halt so School of Hard Knocks. Ja. Als richtiger Writer, und viele haben gar keine Mentalität als Writer. Sie können zwar gut sprühen, aber sie sind keine Writer in dem Sinne, so weißt du? Sind halt irgendwelche so, weiß nicht so, Internetwriter oder was Ja, das weiß ich. Originale halt. Das Originale. Ja. Auf Trains und nachts rausgehen. Das hast du gut gesagt. Wie siehst du denn das? Zum Beispiel, wer mich Writer fragen, weil ich schon so lange male, aber ich war nie so ein Bombing King, weißt du? Aber ich male halt lange. Ich bin jetzt seit 30 Jahren drin. Wer mich die Jüngeren fragen, da gibt es jemanden, der malt jede Nacht. Und der übermalt an der Hall die ganzen Stylebilder. Hat er recht? Weißt du, was ich antworte? Natürlich hat er recht. Wenn der die ganze Nacht malt und überall all over ist, dann geht er über eure Bilder. Der hat recht. Ihr malt einmal pro Monat an der Hall. Guck mal, ich sag mal so eine Sache. Hall ist immer was anderes. Shrubs, also so Shrubs über Text. Styles über Shrubs, ganz klar. Immer diese Steigerung, Auf ja. große Bombings fest nicht an. Aber für mich ist Crossen, wenn Crossen die Lösung wäre, ich hätte ganz Berlin gecrossed, wenn es die Lösung wäre. Aber für mich gab es immer diese Regel, Digga, ich komme an eine Stelle, ich will einen Text setzen und da ist auch jemand und da ist halt jemand, der hat schon vor mir dieses Tag gesetzt. So, dann cross ich ihn nicht, auch wenn der Spot gut ist. Weil nach dem Motto, der hat die gleichen Eier bewiesen, so weißt du? So, man muss halt dem Teufel eine Chance geben. Kommt halt drauf an. Das wollte ich gerade rauskitzeln von dir. Das wollte ich hören, weil das wird vergessen von vielen. Ne? Es wird echt Ja, vergessen von vielen. Bruder, guck mal, erzähl mir einfach nichts so, ja. Hier dieser eine, der jetzt hier gerade schreibt, Alhamdulillah. Ich habe gesagt, Alhamdulillah für alles, aber nicht für die Scheiße, die ich gepresst habe. Du hast komplett falsch verstanden. So. Du musst mir mit deinem gefährlichen Halbwissen und aus irgendwelchen Internet bla zusammengewürfelten Haufen nichts erzählen. So, glaub mir, über Glauben und so. Ich rede mit niemandem über Glaube, weil Glaube ist eine Sache für sich, so weißt du. Ja, Und du hast es Glaube ja ist. auch gerade als Metapher benutzt. Ja, er hat es halt einfach Ne? nicht verstanden. Und Ja. für mich, guck mal, der Glaube gehört auf jeden Fall zum Leben dazu. Aber wie gesagt, es bleibt jedem selbst überlassen. So. Aber die meisten glauben nur, weil sie keine Hoffnung haben, weil sie es nicht schaffen, aus ihrem Leben was zu machen. Erst wenn sie die Hoffnung verlieren, denken sie an Gott. Warum denkst du nicht an Gott, wenn es dir gut geht? So, deswegen, so, die brauchen mir nichts erzählen, ja. Ist Deswegen, so. Ich habe meine ja, Familie, die an mich labern. glaubt. Das gibt mir die meiste Kraft. Ja. Deswegen, Bruder, das Ding ist halt so, wie gesagt, wirklich danke für alles, aber natürlich nicht danke für die Scheiße, das ist doch ganz normal, Alter. Ist Wer so. sagt, ja, Alhamdulillah für die Scheiße, die ich gepresst habe, so, weil der Mensch,
Du wirst sowieso der Mensch, der du wirst. Wie gesagt, ohne Vergangenheit keine Zukunft. Du nährst aus der Vergangenheit. So. Real Oder talk. wenn es so sein würde, dass ich keinen Bock hätte auf diesen ganzen Scheiß, dies, das, könnte mich hinsetzen, so, ich könnte meine Aura komplett ändern, weil ich weiß ja, wie es normal geht. Ja. Ich würde mein Handy nehmen, ich würde alle meine Kontakte löschen und würde einfach ein neues Leben anfangen, so. Aber was mit meinem alten Leben? Habe ich es umsonst gelebt? Weißt du, was ich meine? Ich kann es ja nicht wegschmeißen. Deswegen, also was mache ich? Ich nehme mein altes Leben und die paar Sachen, die schlecht waren, die sortiere ich aus. Aber es gibt auch schlechte Sachen, die du zum Leben brauchst, um weiterzukommen. Der Hustle zum Beispiel. Bruder, diese Welt ist ein Dschungel, wo bei irgendwelche Leute im Kommen sind, irgendwelche Gesetze vorgeschrieben haben. Dies, das, so heißt doch nicht, dass du nach diesen Gesetzen leben musst. So. Ja. Weißt du? Früher gab es halt keine Gesetze und jetzt ist ja, jeder hat halt irgendwie eine Meinung und bla, dies, das. Jeder labert nur. Aber wenn es dann darum geht, um irgendwas zu machen, das siehst du keinen mehr. Seit Internet Weißt hat sowieso du, jeder eine Meinung. Ne? ja, Ich das ist habe halt nun mal dafür. so. Manchmal ist halt nun mal so, dass halt Opfer gehören genauso dazu, zu diesem Leben. Aber guck mal, die Opferkette hört ja nicht auf. Guck mal, du sagst, der ist ein Opfer. Der Typ. So, er weiß, er kann gegen dich nichts machen. Du bist für ihn dass er ein Opfer für dich ist. Aber dieser Opfer hat auch ein Opfer. Der hat auch wieder ein Opfer. Hört nicht auf. Jeder denkt, er ist der Krasseste. Aber weiß ganz genau, es gibt auch Leute in meinem Leben, gegen die ich nichts machen kann. Wo ich Ja. weiß, ich habe keine Chance. Weißt du? Nach dem Motto so. Aber ich weiß ganz genau, aber in diese Position bringe ich mich gar nicht. Wollte ich gerade So, fragen, spielt das überhaupt noch eine Rolle? für mich in der Ja. Graffiti-Welt oder überhaupt in der Ja, Welt? überhaupt jetzt so allgemein, nicht nur Graffiti-Welt. Also es gibt Leute, die ich auf jeden Fall respektiere, so wo ich mir halt so denke, so, mit denen ich halt auch zu tun habe. Und dadurch entwickelt sich halt auch so eine Eigendynamik, so eine Liebe, Brüderschaft, Freundschaft. Aber im Endeffekt so, boah, ich würde alle steinigen, wenn es nach mir gehen würde. Jeder, der mir irgendwie dumm kommt oder so, würde die einfach steinigen. So. Weil im Endeffekt so. Guck mal, wir sind die Söhne unserer Väter, so, weißt du? Und unsere Väter nehmen uns das richtige Ding vor, aber Bruder, heutzutage, ich sage mal, der Nagel der Welt ist raus, den kann keiner einschlagen. So. Ob ich nun mit einem schlechten Ruf sterbe oder mit einem guten Ruf, ich werde sowieso für meine Sünden bezahlen, so, weißt du? Ich Ja. kann jetzt, also wenn diese Prüfung kommt, dann kann ich jetzt nicht sagen, so, ey, frag doch Tizi. So, Tizi weiß doch, dass ich ein guter Junge bin, so, oder? Frag doch den. Nein, Bruder, du wirst für deine Schulden, für deine Sünden bezahlst du auf jeden Fall selber. Und es ist auf jeden Fall besser, in dieser Welt für seine Sünden zu bezahlen, als in einer anderen Welt. Darum Und geht's. dein Ruf, über den reden andere, dein Charakter bestimmst du. Und Bruder, mein Ruf ist sowieso im Eimer, so, weißt Nee, aber ich meine nur, weißt du, was ich meine? du? Dein Ja. Ruf bestimmen andere Leute, aber dein Charakter Ja, bestimmst du. natürlich. Na klar, aber die Sache ist halt die, Digga, lieber verhasst, ja, anstatt dass irgendjemand seinen Kopf in deinen Arsch steckt, Alter, und da nicht mehr rauskommt. So, gar keinen Bock auf sowas, so, weißt du? Ist halt so, wie gesagt, für mich ist Graffiti, Hip-Hop ist immer natürlich eine Kultur, so, wir haben halt bestimmte Regeln, so, an die wir uns versuchen zu halten, aber so, das lernst du nicht von Tag 1. Es kommt erst mit der Zeit dazu und wie gesagt, ich kann halt nur sagen, als Crewleader, so ich war halt eine lange Zeit Crewleader, es war halt auch anstrengend, so die richtigen Leute halt zu formen. Und Ja. irgendwann habe ich halt die Leute dann einfach gelassen. Die machen jetzt ihr eigenes Ding. So weißt du, ich habe auch kein Ego-Problem, noch nie gehabt, so dass ich mir sage, dass einer aus meiner Crew mehr macht wie ich, weil im Endeffekt ging es halt immer um die Crew Ja. und deswegen, also ich kann auch loslassen. Und bei mir ist halt so, ich lasse los. Es gibt halt Sachen, die halt viel wichtiger sind für mich, so weißt Ist auch wichtig. Es gibt du? Dinge, Richtig. man muss loslassen können. Ich benutze auch das Wort müssen, weil das bringt Ja. nichts. Es bringt Und nichts. bei mir ist halt so, was das Writing-Ding angeht, so, guck mal, ich kann sagen, so, ich kann, wenn du wie ein Hund lebst, dann wirst du auch wie ein Hund sterben. So, du kannst nicht davon erwarten, so, dass du halt voll Sag's Action auf machst, Türkisch, dies, das Abi, auf und das. Türkisch klingt das viel besser. Ja, und wie gesagt, jeder soll einfach auf sich selber gucken. So, ich habe gar keine Zeit, über andere Leute zu reden oder zu urteilen oder so. Weißt du? Natürlich bin ich in der Position, wo es mir gut geht
wo ich mir einfach keine Sorgen mehr machen musste, weißt du? So, diese Situation hätte ich mir schon 20 Jahre früher gewünscht, aber dann wäre ich nicht der, der ich heute bin. So, es gibt auch Sachen, mit denen ich unzufrieden bin, aber das hat nichts mit finanziellen Mitteln zu tun oder dass ich mir das und das nicht leisten könnte. Es geht halt einfach so, unzufrieden bin ich mit Zwischenmenschlichen, so außerhalb des Graffitis und bla, weil, wie gesagt, Bruder, ich stehe morgens auf, bin ich Mock. So, Ja, das du was bist ja ganz auch anderes. ein Mensch. Wir reden ja nur Jetzt über bin ich Mock Mock. gerade. Jetzt bin ich Mock. Wir Ja. reden jetzt bin ich Mock. Aber wenn ich das Telefon aus so, dann bin ich wieder der Behinderte. Ich rufe meine Kumpels an, wir gehen an die Xbox. So, wir labern Scheiße, dies, das. Dann reden wir, ey Mann, jetzt muss ich wieder Interview machen, dies, das, bla, bla. Du Du warst weißt den du? Tag ja auch bei Xbox Live mit Azad, war? Ja? Als ich mit ihm geredet habe gerade. Immer, immer, Bruder, was willst du machen? Geil, Gehört ey. einfach Ey, auch an dazu. Azad nochmal vielen Dank. Er unterstützt mich andauernd auf Instagram. Ehrlich, vielen Dank. Bester Mann, Bruder, brauchen wir nicht Abi, andauernd sagen, er weiß sie halt auch selber. Er zwei weiß sie auch Stunden. selber. Ich Ja, danke dir. krass. Ich danke dir für dein. Mir war, ich habe mir das genauso gewünscht. Ich wollte wissen, wie dein Kopf mit Graffiti ist, wie das funktioniert. Und du hast es voll erfüllt. Ist ein Vulkan. Er schläft, aber manchmal kommt es halt dazu, dass er halt ausbricht und dann, ich weiß dann halt nicht, was zerstört wird. Wie gesagt, ich kann allen Leuten raten, so mit denen ich irgendwie Beef habe im Graffiti-Dings so. Guck mal, ich bin Türkei, ich bin gut connected. Manchen habe ich es auch bewiesen. Die haben Pieces von mir in Berlin gecrossed. Ich habe ihre Karriere in Istanbul zerstört. Und mir ist auch egal, auch Leute, die hier drin sind, auch Leute, die es wissen, auch Leute, die mit denen connected sind oder teilweise auch mit denen in einer Crew sind so. Also wenn bei mir, wenn es um diese Graffiti-Dings geht, Hate und so, ich schwöre dir, ich schere alle über einen Kamm. Mir ist scheißegal. Er könnte mein bester Freund sein. Aber wenn er mit denen ist so, dann fick ich die auch weg. Mich interessieren die anderen Stacks nicht. Bei mir ist, mich interessiert nur mein Name. Nichts anderes. Es gibt diese Bekanntschaften, man ist halt automatisch so nett, ey, bla, und was weiß ich. Dann gibt es halt die Jungs, mit denen ich, so zum Beispiel Bülow. Ich bin mit Bülow bei TDS, weißt du? Ich bin mit ihm bei TDS, wo ist halt. Für uns ist es was Krasses, dass wir bei The Death Squad sind, so mit Part, so. 156 ist schon krass. Krass. 156 ist krass, ja, sage ich nichts. Ist krass. Aber 156 ist mittlerweile so, dass halt da irgendwelche Transen-Eulen sprühen. So, was ist das? Das ist nicht mehr 156. Ich sage auch ganz offen, die können auch haten, wie sie wollen. Dies, das, so bla. So, für mich gehört eine Lady K zum Beispiel nicht zu 156. Kann mit der nichts anfangen. Aber ich habe das auch schon offen so beredet, so weißt du. Ich bin in Berlin, sie kommt zu mir an. Ey, du am Mock, bla, ich will mit dir malen, oder? Verpiss dich mal. Was machst du? Malst du ein Bikini, dies, das, bla, machst du auf Transe und so, weißt du? Geh weg. Das ist doch nicht meine Crew. So, das wäre so, als ob ich in einer Crew irgendwelche Transen drin hätte. So. Das ist nicht mein Film, so, weißt du? Deswegen, Scott ist da, hier. Auch WTK-Crew. So aus Jawohl. Istanbul. Ja, einer von meinen Brüdern auf jeden Fall. Ja, Imogen, ich ja, habe bin auch Imogen. WTK, ich habe auch WTK in der Liste drin. WTK Posse. Krass. Ich habe die drin. Und gibt, wie gesagt, es gibt halt so Dings, es gibt einfach keine Grenzen in Graffiti, das habe ich halt gemerkt, so weißt du. Ob es in Liebe oder in Hate ist, es verschwimmt alles so. Die Leute mögen sich, dann mögen sich wieder nicht und dann gibt es halt auch so die von Neid zerfressenen, ja, Ja. die halt nicht rankommen, weil sie halt unbedingt ein, guck, Bruder, mir ist nicht wichtig, mit wem ich einen Tag mache. So, mir ist einfach nicht wichtig so. Wichtig ist nur, ich kann es immer nur wiederholen, so, dass dort mein Tag steht. Natürlich Brüder und so, mit denen ich halt auch unterwegs bin, so. Aber sonst, weil da jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, da ist ein Moses-Tag, ja, sehe ein Moses oder ein Tabs, oder dann gehe ich weiter um die Ecke, ich mache meinen eigenen Spot. So, ich gehe da nicht hin wie eine Schlampe und tag da hin. Und die meisten sind Schlampen. Mann, das hat mich früher Normalerweise auch genervt, wenn du einen geilen Spot hattest, die gehen extra neben dein Bild taggen, damit man seinen Tag auch neben dein Bild sieht. Kaputt, Digga. Dieses Ding ist halt so, weiß nicht, also die Originalität an dieser Szene ist halt verloren gegangen, so. Nicht nur durch Leute wie Maxim, schon viel früher. Die Originalität in der Szene ist gestorben, seit Leute wie Rust, wie Chio, wie Mofa, so, weißt du, es gibt noch viele, viele Namen, Artek, wie sie nicht alle heißen, Case und kein Plan. Die Originalität der Szene ist damit gestorben.
indem diese Traumas kommen nach und nach, weißt du? Ja. So, Graffiti ist halt, Bruder, glaub mir, jeder, der behauptet, dass Graffiti ein Segen ist, so, der hat eine Macke. Der weiß gar nicht, was Graffiti aus dem Leben machen kann, so. Es kann dich halt in Position bringen, aus der du gar nicht rauskommst, so, weißt du? Nicht mehr raus kannst, weil du halt nichts anderes mehr hast, außer dieses Graffiti. Weil du denkst dir, ey, soll ich jetzt gehen und einen 5-Euro-Job machen, während ich zu Hause sitze, meine Eier schaukeln kann, mir einen buffen kann, einen nach dem anderen, eine Leinwand male, die geht für 500 weg und die Leinwand male ich in 2 Stunden. Weißt du, dann konzentrierst du dich lieber darauf. Und du Ja. denkst halt anders. Du denkst viel gewissensloser. Du hast einfach kein Gewissen mehr. So, deine Dings sind weg. Wie nennt man das? Deine Hemmungen sind weg. Ich Wenn du beziehe das Graffiti aber, machst, ich beziehe das nicht nur auf Graffiti, aber ich beziehe das aufs echte Leben, weil niemand zahlt deine Miete oder dein Essen oder so. ja, natürlich. Es ist halt nun mal so. Was weiß ich. Und wie gesagt, nochmal zu dieser Leinwandthematik. Ey, wenn jemand davon leben kann, hieß das. Und wenn es irgendwelche Leute gibt, die das als Kunst ansehen, so, weil viele Sachen gefallen mir auch nicht, aber es gibt immer welche, die es kaufen, so, ja. Und ich habe es auch da angemerkt, ich habe irgendwann Leinwände ausgestellt von mir. Ich habe extra eine Ausstellung gemacht in so einem Café, das heißt, das hieß Pavelallee. Dort habe ich nur Leinwände hingebracht, die bei mir in der Ecke standen und die scheiße waren. Für mich waren die alle scheiße. Und es ist mir so schwer gefallen, an dem Tag der Ausstellung dazustehen und die Leinwand als gut zu vermarkten, so, weißt du? Ich habe dann Und? immer gesagt, wenn der eine. So. Ist halt komisch. Es gibt halt immer, es ist halt so Geschmackssachen und, aber ich war dann schon fair, wenn die 300, 400 gekostet hat, so. Mensch, komm, gib mal 200, nimm mit, so, weißt du? Das war halt auch Action, so. Weil ich dachte mir, okay, das ist einer, der von Graffiti keine Ahnung hat, der bezahlt halt dafür, so, weißt du? Deswegen. Aber für mich, Graffiti, die Originalen sind die, die heute ihre Dosen putzen und heute Nacht rausgehen. Das sind die Originalen. Meinte ich ja auch, Aber das ist das Original. Ich gebe auch ja. diesen Leuten immer recht. Ja. Weil wenn du jede Nacht deinen Arsch riskierst, bitte übermal jedes Bild hier an der Hall of Fame. Die sollen alle ruhig sein. Weil ich räume den Aber Leuten dann 3 Stunden Ruhe gerne ein. ja, So. natürlich, aber wie gesagt, es ist halt so Ansichtssache. Jeder lebt den Film anders, so, weißt du, weil so, du steckst ja allein in deinem Kopf. Voll. Weißt du? Ich glaube, auch weil ich diesen Film nie gelebt habe, aber voll der Fan davon bin, also weil ich das feiere, so gebe ich auch immer diesem Film recht, weil dieser Film hat mir als Jugendlicher sehr geholfen. Ich wüsste nicht, wer Hm. ich bin, hätte ich das nicht gehabt. Ja, das ist halt so, sollte so sein. Sollte so sein. Und dann gibt es halt so diese glücklichen Kreuzungen im Leben, dass du halt den und den kennenlernst, den einen lieber nicht, den anderen lieber ja, so, weißt du. Gibt Ja, halt, ja. ich bin halt auch durch Graffiti halt in die Kriminalität abgerutscht, weil meine Mittäter kommen aus der Graffiti-Szene. Ursprünglichen Mittäter. Also ich bin nicht in den Knast gegangen wegen Leuten, so aus meiner Umgebung, so mit richtigen Gangstern, so, aber man konnte halt sehen, die haben halt auch so Gangster-Attitüden schon gehabt, so, weißt du? Ja, Weil du ja. hast irgendwann hast du ja gemerkt, du hast gesagt, mach und die haben gemacht. Du merkst auch irgendwann deine Machtposition. Ja, und dann kommt es halt auf dich an. Entweder benutzt du deine Macht zum Guten oder zum Bösen. Und ich habe mich dafür entschieden, die Macht zum Bösen zu benutzen, so, ganz normal. Aber da stehe ich auch dazu. Ich wollte gerade Also, fragen, du hast gesagt, du hast dich entschieden. Wer ja, zu entscheidet der sich Zeit. heutzutage denn? Zu der Zeit natürlich. Solange ich nur selber den Preis dafür bezahle. Also so Ja. viel Verantwortung habe ich schon gehabt. Also ich habe schon abgewogen. Ich habe gesagt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das. Ja. Diese Situation ist das Schlimmste. Aber ich habe ja schon vorher einen Plan B gehabt. Was ist, wenn das eintrifft? Was machst du dann? Ich habe mir da keinen Kopf gemacht, so weißt du. Deswegen. Ist auch richtig, ich war ganz oft in solchen Situationen in meinem Leben, dass ich dann einfach gesagt habe, nein, es geht gerade um mich, Schluss. Keiner zahlt meine Miete, mein Essen, alle quatschen irgendeinen Scheiß, keiner geht arbeiten, jeder will mir Weisheiten geben, so weißt du. Und mein Vater hat das Das schon Ding ist immer. einfach, das Mein Ding ist halt Vater. auch ein. Es gibt niemanden in dieser Szene, der mir hätte irgendwie einen Schaden, also der Schaden bei mir hätte anrichten können. Weil das hätten die Leute gemerkt. Wenn es sowas gegeben hätte, so ich hätte halt so diese ganze Energie, die ich habe, die ich halt ins Malen setze,
ist halt ein Klacks, einen Writer kaputt zu machen, so. Aber es ist so, es ist leicht, jemanden kaputt zu machen, aber es ist halt auch, es ist sehr schwer, jemanden aufzubauen. Weißt du? Mann, bei mir in der Crew, bei mir in der Crew gab es nur Leute, die nur Psychosen hatten oder Probleme. Und irgendwann aufbauen, aufbauen, aufbauen. Aber wer kommt und baut dich auf als Leader? Irgendwann lässt du das dann sein. Du guckst, irgendwann du denkst, okay, der ist soweit. Ciao. Der ist soweit. Ciao. Hast keinen Bock auf einen Eis? Du bist der Meinung, ich bin eine Fotze bin? Ciao. Gar kein Problem. Ich bin der Letzte, der dir hinterher rennt und sagt, hey, bleib mal in der Crew. Du darfst gehen, Bruder. Gar kein Problem, so, weißt du? Ist wie, wenn du keinen Bock mehr hast, gehst du. Wenn du Bock hast, bist du dabei. Aber wenn du dabei bist, dann musst du halt auf jeden Fall Eier beweisen. Du kannst nicht kommen zu einer Eis und dich ins gemachte Nest setzen, so. Geht nicht. Weil was mit den Leuten, die geblutet haben, die im Knast gesessen haben, die alles verloren haben und nochmal angefangen haben, so. Und du kommst jetzt, setz dich ins gemachte, du wirst genauso viel Scheiße fressen. Und wenn du nicht so viel Scheiße frisst und ich merke, dass du dich auf diesen Lorbeeren ausruhst, dann fick ich dich auch, wenn du in meiner Crew bist. Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe viele meiner Crew einfach gefickt. Weil ich gemerkt habe, so, sie sind nur in dieser Crew, ja, brauchen keinen Namen nennen. Sind halt auch nicht jetzt gängige Namen. Es sind Sachen, die schon lange zurückliegen, so. Aber weil ich halt gemerkt habe, dass diese Leute diese Crew nur dafür benutzen, um sicher durch Berlin zu gehen, um sicher durch die Szene zu gehen. Deswegen habe ich es gemacht. Nicht, weil ich irgendwie mich an dem bereichern wollte oder so. Weil das, was die alle bei dir machen wollten, ist nichts gegen das, was ich bei denen gemacht habe. Zack, und raus, fertig. Konsequent. Ich nenne das ja konsequent. Ja. Das sind deine Okay, und Konsequenzen. jetzt die nächste Generation dran. Grab hat das Ding übernommen, die Crew, Ja. weißt du? Hat da halt seine Leute reingeholt, die teilweise auch schon in der Zeit halt da waren. So, und ich, so, egal was ist so. Ist halt eine Eiszeit irgendwie für immer so, aber es kommt jetzt die nächste Generation, so weißt du? Deswegen, Zeit ist Selbstläufer. Und wir werden sehen, wohin es einen bringt. Ich habe viel Verantwortung getragen für meine Crew. Ich habe viel Ärger abgewandt, weil ich die Kraft dazu hatte. Und wir werden jetzt sehen, ob die anderen diese Kraft dazu haben. Aber wenn ein Mob nicht da ist, wenn ein Mob nicht da ist, so, glaub mir, dann kannst du nicht Dings so mies Eier schieben. Weil es gibt Sachen, wo die Leute Angst haben. Okay, wir können jetzt Mob nicht verteidigen, weil wenn wir Mob verteidigen, werden unsere Pieces auch gecrossed. So weißt du nach dem Motto. Also denke ich mir, lass 10 Pieces von mir crossen, aber 1000 NHS-Pieces stehen. Und ich weiß ganz genau, diese Fotzenpolitik, wie sie funktioniert, so weißt du. Ja, Und so, klar. die Leute wissen das. Die Leute wissen das. Und besser nicht anlegen. Besser nicht anlegen. Einfach machen so, weil, Bruder, ich habe Langeweile, ich habe Geld. Ich habe die Möglichkeiten, ich setze mich ins Auto, ich scheiße auf alles so, auf Bullen und ich male alles weg von denen. Also deswegen bitte, es reicht schon, nicht nur meine Pieces zu crossen, es reicht auch, wenn ich nur was höre. So, ich Was will ja doch heute da nichts unten von. immer. Was die da unten alle fragen. Ich habe doch am Anfang gesagt, hier gibt's, wenn ihr eure Gerüchte klären wollt, geht ihr in die anderen Hip-Hop-Sendungen bitte rein oder schreibt Mock privat. Ne? Wir machen hier Graffiti Real Talk. Geh ins Tierstar-Interview, Graffiti Hanau oder was weiß ich, dort hörst du alles, was dort abgegangen ist. Aber Da ist ich will dich alles gut. nicht abbremsen, aber meine Abla ist hier. Ich habe gesagt, 2 Stunden bin ich im Talk. Ich muss leider jetzt zum Ende kommen. Aber Easy, ich habe Bro. aber noch eine Frage. Hast du eine Message an die neue Graffiti-Generation? Wallah, fickt euch einfach alle. So, macht nicht so, als ob ihr die Krassen wärt, dies, das. So, macht, nein, nicht fickt euch alle. Nicht fickt euch alle. So, dieses Ding so, denkt nicht. Viele Leute denken, es gibt halt so krasse Typen. So zum Beispiel, ein Beises war in Training. Keiner hat gedacht, dass jemand ihn überholt. Boy ist gekommen. Weißt du, Roy ist gekommen. Bla, bla. Sorgt einfach nur dafür, dass die Kings in euren Städten Berliner sind nicht und nicht irgendwelche Spanier oder irgendwelche Franzosen, irgendwelche Hamburger. Es geht darum so, dass in Berlin die Kings aus Berlin kommen müssen so. Weil, glaub mir, wenn du nach Hamburg gehst und dort den King spielst so, du wirst gefickt. Die Berliner sind lasch geworden, ja. Ist, ja, gut, wir haben alle Kinder, wir haben alle Familien, aber ey, so, wenn du ein Berliner Writer sein willst, so, verteidigt. Und dieses fickt euch alle, habe ich einfach nur gesagt, weil sie einfach nicht mehr Berlin verteidigen. Auch innerhalb der Crew. Ja. Weißt du, du hast eine Crew, einer macht eine DVD,
Die Crew hat diese DVD sozusagen ermöglicht, weil die in Actions dort sind und du bringst die DVD raus und zahlst deine Leute nicht, gibst sie nicht meine DVD umsonst. Mhm. Weißt du? Steckst alles ein. Deswegen, Bruder, so dieses Ding, okay, ich bin CMD. Wer von CMD will mir sagen, ich bin nicht CMD, ich ficke die alle. Mhm. Jeden Einzelnen, der bei CMD ist, egal ob Freund oder Feind, so. NHS genauso. Wer von NHS will mir sagen, ich bin nicht, ich ficke die alle. Darum geht's. Die sollen sich erstmal um ihre eigenen Sachen kümmern und auf jeden Fall dafür sorgen, so, dass die Kings aus Berlin kommen müssen, so. Und nicht aus anderen Städten, Bruder. Glaub mir. Also, das ist die Message. Wenn es nach Berlin geht, sorgt dafür, dass eure Kings aus eurer Stadt kommen. Ist so. Wenn es um Hamburg geht, genauso, Dortmund, genauso. Denkst du, du kannst nach New York gehen und den Kings spielen? Geht nicht. Kannst auch nicht nach Berlin kommen. Ich bin in Türkei, ich spiele ja auch nicht den King. Hier gibt es halt, obwohl ich Türke bin, so, weißt du, aber hier gibt es halt auch eine Szene, so, wo es halt Train Kings gibt und ich gebe denen halt Respekt, so, aber genauso erwarte ich halt auch so den Respekt von den anderen, so, weißt du? Und das ist der Punkt, wo ich sage, seid einfach Menschen. Okay. In Samo. Punkt. Weißt du so? Und Bruder, das ist das Ding. Aber ich weiß, wir können jetzt noch 2 Stunden heute, ich muss aber nicht zum Ende kommen. Letzter Satz, heutzutage, Bruder, die Hunde haben 2 Beine, nicht 4, glaub mir. Oh, der klingt auf Türkisch bestimmt so gut, Alter. Der klingt auf Türkisch. Aber ich danke dir für deine Zeit. Ich danke auch dir für deine Stories, für deine Geschichten. Es war richtig cool. Und an den Rest von euch, Leute, ihr wisst, wie ihr Künstler unterstützen könnt. Bitte abonniert Mock auf allen sozialen Netzwerken, auch auf Twitch. Bitte bei mir auf YouTube gehen, abonnieren drücken, weil dieses Interview werdet ihr in einer knappen Stunde auf YouTube wiederfinden, nicht auf Instagram, Leute. Abi, willst du noch irgendwen grüßen? Wallah, ich grüße Azad und Air Max. Ali Air Max grüße ich. Azad und Ali Air Max. Und wen grüße ich noch? Niemanden, Digga, ja? Tamam, ja, von mir auch Grüße an die Jungs. Und an den Rest im Internet. Das Internet macht den Hintern fett. Ihr könnt jetzt alle abschalten. Ne? Ade, Jano, peace. Ade, liebe Bruder. Ciao. Und vielen Dank nochmal. Easy.